Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute sehen Sie die Geschichte dieses Kabels. Erwin König drin? Ja, ist gerade vom Dienst gekommen. Ja? Grüß dich. Servus. Schularbeiten? Schlimmer. Wen schreibst du denn? An den Personalrat wegen der Wohnung. Die Stadt baut in Rammersdorf eine Wohnanlage am Zubringer. Da sollen noch einige Dreizimmerwohnungen frei sein. Ja, ja, ich weiß. Von uns ziehen auch zwei dahin. Ich hab's leider erst gestern erfahren. Wann heiratet ihr denn nun? Steht das endlich fest? Ostern. Habt ihr schon alles? Ja, Anni kriegt von ihren Eltern Küche und Schlafzimmer. Also kochen könnt ihr? Ja. Lies das mal durch, ob es so geht. Das ist mein erstes Gesuch an den Personalrat. Findest du das richtig? Ja, das geht, genau. Mehr würde ich gar nicht schreiben. Wann sehen wir uns denn mal? Ende nächster Woche gehen wir auf Urlaub. Mit dem neuen Wagen? Mit dem neuen Wagen. Wir fahren erst Ostern mit dem Wagen von Annis Vater. Nach Frankreich. Sag mal, warst du schon mal in Frankreich? Ja, in Straßburg vor 2 Jahren. War sehr schön. Was macht ihr denn heute Abend? Wir gehen in die Petroleumlampe zum Tanzen. Anni hat das richtig gelernt mit Tanzkursus und so. Viel Vergnügen. Danke. Sehen wir uns morgen Abend? Ja, morgen ist gut. Ich hol dich im Präsidium ab. Ja, sagen wir 6:30. Ja? Hier kommst du mit, ich bring dich bei Anni vorbei. Prima. Ich muss vorher noch am Revier was abholen. Ich habe heute Nachtdienst. Bist du mit dem Dienstwagen da oder mit deinem eigenen? Naja, mit dem eigenen natürlich. Wie läuft denn der? Na, wirst du gleich sehen. Was ist denn mit dem Brief? Was hat bis morgen Zeit? So schnell arbeitet der Personalrat nicht.
Sag, Anni, musst du dir jetzt unbedingt Möbel ansehen? Aber Erwin, vielleicht kriegen wir bald eine Wohnung. Da kann man sich vorher gar nicht genug Schaufenster ansehen. In den Eisschrank reingeht. Guck doch mal. Anni, wenn du so weitermachst, kommen wir zur Sperrstunde in die Petroleumlampe. Gleich. Da und die Küchenmaschine. Na, endlich geht's Licht aus. Komm. Hilfe! Hilfe! Was war das? Da hat doch eine Frau geschrien. Ja, das kam aus dem Fenster da. Da muss was passiert sein. Was ist denn? Es ist nichts, Anni. Das werden Sie so schnell nicht begreifen können, Stolper. Ich weiß das. Bringen Sie jetzt seine Braut nach Hause. Herr Oberamtmann, ich habe die Überfallene ins Schwabinger Krankenhaus bringen lassen. Gut. Haben Sie das Kabel sichergestellt? Ja. Hier im Büro steht der Geldschrank. Wenn er also ins Büro wollte, musste er durch den hell erleuchteten Verkaufsraum. Er musste damit rechnen, dass er von der Straße aus gesehen werden konnte. Und deshalb hat er sämtliche Sicherungen in der Werkstatt gelockert. Na, der Kerl hat sich dort verdammt gut ausgekannt. Vor allem hat er gewusst, dass Frau Schrabmeier jeden Abend noch im Büro arbeitet. Und dass sie die Geldschrankschlüssel bei sich hat. Ich verstehe nicht, dass eine Geschäftsfrau immer ein paar tausend Mark im Laden hat. So viel ich gehört habe, war das bei ihrem verstorbenen Mann schon so. Hier, Hoffmann. Ja, Augenblick bitte. Für Sie, Herr Bärwald, das Krankenhaus. Ja. Ja, Bärwald. Guten Abend, Herr Doktor. Na, wie geht's, Frau Schrabmeier? Ja? Gut. Danke. Der Arzt glaubt, dass wir morgen ein paar Fragen an Sie richten können. Die Frau hat Glück gehabt. Großes Glück. Wenn der Kerl sie in der Dunkelheit nicht verfehlt hätte, wäre es zu spät gewesen. Und darum konnte sie auch um Hilfe rufen. Und er hat's gehört. Ja, er hat's gehört. Entschuldigen Sie.
Bringen Sie das Kabel ins Labor. Das ist gleich die erste Arbeit morgen früh. Die sollen es untersuchen. Na, hat's geklappt? Hast du Verkauf? Noch nicht. Knochen ist was, oder? War Jorit schon da? Er hat angerufen, er kommt morgen. Ah. Warum? Er will kaufen, ganz bestimmt, hat er gesagt. Er lässt dich grüßen. Aber 300 muss er schon zahlen. Der Parade ist was wert, er fast neun. Das habe ich ihm auch gesagt. Da. Kannst du mir was leihen? Vielleicht ein 100er? Wenn Jorit zahlt, kriegst du es zurück. Es wird nicht reichen. Wieso? Ich schulde dir genau 270. Leider 370. Ach, dann gib mir noch 50, sind es 420. Mehr habe ich nicht. Schade. Ich wollte mir Schuhe kaufen. Winterschuhe. Dann kriegst du noch 20 von mir dazu. Die schenke ich dir. Bei Schuhen soll man nicht sparen. Du bist eben... Sag bloß nicht wie eine Mutter. Mütter sind anders. Ganz anders. Du, ich habe mich so auf dich gefreut. Wie lange bleibst du denn? Also zuerst muss ich ins Warenhaus. Meine Mutter hat morgen Geburtstag und ich weiß noch gar nicht, was ich ihr schenken soll. Und dann? Ja, ich muss mit dem 3-Uhr-Zug wieder zurück. Weißt du, mit dem 3-Uhr-Zug schon? Dann bleiben es ja noch ein paar Stunden. Dann sind wir bestimmt 11 im Warenhaus, das kenne ich doch. Aber es geht nicht anders. Du hast ja bestimmt deinem Vater versprechen müssen. Auch, dass wir uns nicht treffen. Na, ich bin schon im Bilde. Den bin ich ja doch nur ein Rumtreiber, der hinter deinem Geld her ist. Aber red doch nicht. Du weißt doch, wie ich zu dir stehe. Das ist doch die Hauptsache. Na, manchmal habe ich wirklich genug. Manchmal habe ich wirklich satt. Was bildet sich eigentlich dein Vater ein? Heinz. Ist doch wahr, wie komme ich mir denn vor? Heinz, in 2 Monaten bin ich 21 und dann heiraten wir. Wenn dich dein Vater rausschmeißt? Das tut er nicht, bestimmt nicht. Bist du ganz sicher? Ja, dazu hängt er viel zu sehr an mir. Und dann ist ja meine Mutter noch da. Die mag dich, die hält zu uns. Das weißt du doch. Ich habe keinen Bruder. Wer soll das Geschäft einmal übernehmen? Er braucht jemanden. Ach, darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Eingearbeitet wäre ich schon in 3 Monaten. Ich habe mir alles genau überlegt. So einen Betrieb würde ich aus eurem Laden machen. Davon bin ich überzeugt. Als erstes würde ich in der Stadt ein Verkaufsbüro einrichten. Landesprodukte, en gros, Reiter und Co. Ja, 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 glaube mir. Nur in der Stadt kannst du Umsätze machen. Hier machst du Kasse, nicht da draußen bei euch auf dem Land. Du passt ja gar nicht auf. Ich habe dir doch von der Wohnung geschrieben, die ich gemietet habe, in einem Neubau. 10.000 Mark Vorauszahlung. Ja, die habe ich hinblättern müssen. Nur weil dein Vater immer sagt, ich sei ein Rumtreiber. Ach, lass ihn doch jetzt. In der Wohnung könnten wir uns das Büro einrichten. Hm? Hier. Pass auf, dass du nicht stolperst. Das landest du gleich eine Etage tiefer. So. Hier rechts. Das ist die Wohnung. Hier ist die Diele. Und das ist die Küche. Und jetzt zeige ich dir das Bad. Ja. So.
Es wird schwarz gekachelt. Aber wenn du eine andere Farbe lieber willst... Was meinst du? Schwarz ist modern. Ja, also dann schwarz. Also dann schwarz. Hier mit den breiten Fenstern ist das Schlafzimmer. Mhm. Und hier das Kinderzimmer. Jetzt zeige ich dir unser Wohnzimmer. Großen Balkon. Südseite. Hier wird's mir gefallen. Das habe ich gleich gewusst. Gehst du nach Hause zum Essen? Nein. In Kantine? Nein, ich mache vielleicht einen Spaziergang. Ist doch gesünder, man sollte mehr spazieren gehen. Früher bei den Fußstrafen, da gab es viel weniger Krankmeldungen. Schauen Sie sich das mal an, meine Herren. Diese Fasern haben Sie am Kabel entdeckt. Nehmen Sie mal die Lupe. Sieht aus wie Wollfasern. Ja, der Täter könnte Wollhandschuhe getragen haben. Aber der Kerl hat doch Material hier gestohlen, haben Sie gesagt. Aber kein solches Kabel, das wird bei uns nicht verwendet. Schmidt! Haben Sie schon mal so eine Isolierung gesehen? Nee. Es muss ein Spezialkabel sein. Sie sagen Sie mal, wir hatten der Gassel mit Vornamen geheißen. Können Sie sich erinnern? Ja, Harry. Ah, stimmt ja. Harry Gassel. Vielen Dank, Herr Lang. Bitte schön. Herr Halusek! Herr Halusek! Herr Halusek, warten Sie! Warten Sie mal auf, Herr Halusek! Hallo! Was ist denn los? Ach, der Herr Kassel. Und Herr Gassel, Sie wissen genau, dass wir um 9 dicht machen. Wir sind hier kein Hotel, wo jeder kommen kann, wann er will. Gestern war es auch so spät. Aber Herr Halusek, wo ich hier schon Stammgast bin, können Sie doch ein Auge zudrücken. Stammgast? Hier muss sich jeder an die Hausordnung halten, da gibt's keine Extrawurst. Wenn Sie noch mal zu spät kommen, können Sie gleich an die Isar runterschlafen gehen. Na ja, schon gut. Na. Na. Die Kriminalpolizei. War noch bei Emmy. Hab da einen Dummen gefunden, den hab ich noch rasch aufs Kreuz gelegt. Mit 30 Mark beim Knobeln. Ach, das hat mir richtig wohlgetan. Hat sie was wegen des Fotoapparats gesagt? Nee. Und was gibt's bei dir Neues? Kann man dir schon zur Hochzeit gratulieren? In 2-3 Monaten wird es soweit sein. Ich hab Hanna meine Neubauwohnung gezeigt. Was hast du ihr gezeigt? Meine Neubauwohnung. Ich muss doch endlich wieder was für meinen guten Ruf tun. Mensch, wie hast du denn das wieder gemacht? Das war ganz einfach. Am Rüdigerplatz bauen sie einen ganzen Block mit Schwimmbassin auf dem Dach und so. Da bin ich zum Bauführer gegangen und habe ihm erzählt, dass ich in dem Block eine Wohnung gemietet habe. Und dass ich sie gern meiner zukünftigen Frau zeigen möchte. Das war alles. Du hast schon eine Chuzpe, Heinz. Und was ist, wenn eines Tages der ganze Schwindel auffliegt? Dann hast du aber schöne Flitterwochen. Keine Sorge, das Mädchen habe ich im Griff. Im Augenblick ist es viel wichtiger, dass ich hier rauskomme aus dem Stall. Doch endlich ein vernünftiges Zimmer. Ich muss immer die Pension ziehen, wenn Hanna kommt. Kostet mich jedes Mal 16 Mark. Tja, in die Goldpuppe musst du schon was investieren. Dazu brauche ich Treibstoff. Aber ich bin pleite, Harry. Restlos pleite. Was sagst du da gerade so, als wenn ich jemanden melken sollte? Genauso meine ich. Tja, du machst mir Spaß. Ich möchte auch hier raus, genau wie du. Ich möchte überhaupt hier weg. Das kann ich verstehen. Nach dem Pech, was du gestern Nacht gehabt hast. Wie meinst du das? Gestern Nacht hat jemand versucht, eine Frau Schrappmeier umzubringen. Mit einem Kabel. Bei der hast du doch mal gearbeitet. Ach so, meinst du das? Ja, genauso. Halt deine verdammte Schnauze, mit der Sache habe ich nichts zu tun, merk dir das? Natürlich hast du nichts damit zu tun, du kannst ja keine Fliege, was du leidest. Nur ein Wort und ich ramm dir ein, dass du dich einsagen lassen kannst! Lass den Dampf ab, Harry, ist ja schon gut. Guten Abend, Kriminalpolizei. Herr Gassel? Was wollen Sie denn von mir? Meine Papiere sind in Ordnung, da fehlt nichts. Herr Gassel, ich muss Sie zu einer Vernehmung aus Polizeipräsidium holen. Was?
Mitten in der Nacht? Weshalb denn? Wir ziehen sich an und machen sich keine Schwierigkeiten, sonst kriegen Sie Ärger. Spinner. Das wird wegen der Schrappmeier sagen. Schnauze! Guten Abend, Herr Gassel. Bitte, nehmen Sie Platz. Herr Kommissar, damit wir uns gleich richtig verstehen. Den Kommissar können Sie sich schenken. Ich bin keiner. Setzen Sie sich. Na schön. Also, damit wir uns gleich richtig verstehen. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Bin vorbestraft, weiß ich. Wegen Zechprellerei, Diebstahl, okay, aber... Und wegen schwerer Körperverletzung. Schön, habe ich vergessen. Aber wenn die Polizei deshalb glaubt, dass ich den Wachtmeister umgelegt habe, dann hat sie sich den Falschen ausgesucht. Wir glauben gar nichts, Gassel. Wir halten uns an Tatsachen. Aber es gibt leider ein paar Dinge, die gegen Sie sprechen. Also Sie meinen, weil ich mal bei der Schrappmeier gearbeitet habe und weil ich mir da mal ein paar Sachen unter den Arm geklemmt habe? Nee, ich habe ein Alibi, ein erstklassiges Alibi. Da ist nichts dran aufpoliert. So, wo waren Sie denn zur Tatzeit? Im Kino. Im Kino? Jawohl, im Kino, wenn Sie nichts dagegen haben. Im Delphi-Palast in der letzten Vorstellung. Warten Sie, vielleicht habe ich die Kinokarte noch bei mir. Ganz zufällig, was? Die Bemerkung können Sie sich ersparen. Ich war nämlich mit dieser Jacke im Kino, ganz zufällig. Ich habe nämlich nur die eine. Hier, da ist sie. Steht das genaue Datum drauf. 2. Dezember 1966, letzte Vorstellung. Was sagen Sie jetzt? Gassel, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie uns hier eine Kinokarte auf den Tisch legen und dann gute Nacht sagen können. So einfach ist das nicht. Dieses Alibi müssen wir erst nachprüfen. Das sollten Sie eigentlich wissen. Na klar weiß ich das. Das können Sie auch. Aber heute nicht mehr. Morgen ist Sonntag. Was? Soll das vielleicht heißen, dass ich übers Sonntag im Bau bleiben muss? Dieses Wochenende kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Herr, wissen Sie, was das ist? Das ist Freiheitsberaubung, glatte Freiheitsberaubung. Dafür kann ich der Polizei einen Prozess aufjubeln. Das wissen Sie hoffentlich. Beruhigen Sie sich, das wissen wir. Aber wir haben einen zwingenden Grund, weshalb wir Sie hier behalten. Auf den Grund bin ich aber neugierig. Gassel, Sie wollten doch aus München verschwinden. Reisende Leute soll man im Allgemeinen nicht aufhalten, aber in Ihrem Fall... Was in meinem Fall? Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Bringen Sie ihn rüber. Kommen Sie. Eine Frage. Mich hat da einer hingehängt. Angenommen, Gassel, Sie wären im Kino gewesen. Bleibt immer noch die Frage offen, waren Sie die ganze Zeit über im Kino? Während der ganzen Vorstellung. Haben Sie dafür einen Zeugen? Der Delphi-Palast ist groß, da fällt es nicht auf, wenn jemand rausgeht. Gassel, woher haben Sie das Kabel? Jetzt fangen Sie schon wieder mit dem Kabel an. Woher haben Sie das Kabel? Antworten Sie. Was wollen Sie von mir? Ich habe nichts verbrochen. Ich habe den Wachtmeister nicht umgebracht. Das Kabel, Gassel. Sie wollen mich wohl fertig machen mit dem Kabel, was? Mich weichkriegen. Reden Sie keinen Unsinn. Antworten Sie. Na schön, die Antwort können Sie haben. Wenn Sie so überzeugt sind, dass ich das Kabel gestohlen habe, dann beweisen Sie mir das. Dazu ist doch die Polizei da, oder? So, und jetzt kriegen Sie aus mir kein Wort mehr heraus. Bei mir ist jetzt Endstation. Ja, Gassel. Da haben Sie noch mal Glück gehabt. Das heißt, ich kann gehen? Langsam, Gassel, nicht so schnell. Eine kleine Formalität. Ihr Personalausweis bleibt bei uns, wenn Sie einverstanden sind. Und Sie melden sich täglich auf Ihrem zuständigen Polizeirevier. Bis auf Weiteres. Ist gerätzt. Kann ich mir jetzt empfehlen. Ich freue mich nämlich schon auf die frische Luft. Nun machen Sie mal einen Punkt. Werden Sie nicht unverschämt. Das haben wir gar nicht gerne hier. Eins zu null für ihn. Schade, dass wir ihn laufen lassen müssen. Dem Burschen traue ich alles zu. Tja, ist leider zu mager, was wir haben. Nichts Stichhaltiges. So kann es gewesen sein, aber so muss es nicht gewesen sein. Darauf hätten wir nie einen Haftbefehl bekommen. So, da bin ich wieder. Na, was sagen Sie jetzt, Herr Halusek? Was soll ich denn sagen? Diese Knallköpfe da im Präsidium, die haben Sie schön blamiert. Die haben schon gedacht, die können Harry Gassel so einfach an die Kette legen. Die habe ich mir überrascht von der Leber geschafft. Haben Sie mal eine Zigarette für mich? Kosten.
Kornweide da? Nee. Guten Tag, Herr Berwald. Herr Hoffmann. Na? Habt ihr die Mordwaffe gefunden? Nein. Wir haben alles abgesucht, nichts. Naja, die Waffe ist in diesem Fall nicht mehr so wichtig. Wir kennen ja das Kaliber, aber das Kabel. Woher ist das Kabel? Wenn wir das wissen, wissen wir auch, ob Gassel der Mörder ist oder nicht. Verstandst du, was? Hast du schon gedacht, Harry, nein, kommt nicht mehr. Ist aber nicht so. Was willst du? Du mieser Vogel, mich bei der Polizei hinhängen, bloß weil ich verreisen wollte. Was habe ich gemacht? Mich verpfiffen. Wer, ich? Ja, du. Wer kann es denn sonst der Polizei gesteckt haben? Keine Ahnung, was fragst du mich? Doch, keine Ahnung. Na, kühl dich doch ab, Karl. Warum soll ich denn quatschen? Was hätte ich denn davon? Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ach, mit der Platte kommst du auf einmal. Nee, mein Lieber, bei mir nicht. Dir heizt sich ein, dass du ins Schwitzen kommst, du Saukerl, du. Schluss jetzt, Harry, sonst werde ich ungemütlich. So, ich kann aber auch ungemütlich werden, sogar sehr. Kennt ihr mich, den Kerl, der den Wachtmeister umgelegt hat? Hab dir mal erzählt, dass bei der Schrappmeier immer ein paar tausend Mark zu holen sind. Bist wohl nicht ganz intakt da oben. Oh ja, ich bin da oben sehr intakt. Das ist eine Rechnung, was? Die geht auf, du. Oh ja, die kann ich dir auch gleich quittieren. Ah! Warte, du schmeißt her! Herr Hallecek, Herr Hallecek, kommen Sie raus, der Kornweide und der Gassel schlafen sich. Tja, das sind alle Betriebe, die dafür in Frage kommen. Ergebnis überall das gleiche, Kabel unbekannt. Der Bursche muss das Ding doch irgendwo herhaben, er kann sich doch nicht aus der Luft gezaubert haben. Tja, so kommen wir nicht weiter. Passen Sie mal auf, im Raum Augsburg-Nürnberg, aber erkundigen Sie sich vorher ganz genau, gibt es noch ein paar Kabelwerke. Berwald? Hier Breuer Revier 10. Herr Oberamtmann, wir haben zwei Männer aus dem Männerübernachtungsheim in der Florianstraße herausgeholt wegen einer Schlägerei. Aber die beiden haben anscheinend irgendwas mit dem Fall Schrappmeier zu tun. Deshalb rufe ich Sie an. Gassel, was sagen Sie? Der will sich anscheinend bei uns beliebt machen. Gut, schicken Sie uns gleich die beiden hierher. Zimmer 320. Kriminalassistent Hoffmann erwartet Sie. In Ordnung. Fahren Sie mit den Herren ins Präsidium und melden Sie sich bei Kriminalassistenten Hoffmann. Zimmer 320, er erwartet Sie. Den kenne ich. Sie war nicht gemeint. Los. Also los. Bitte nicht anfassen. Ich habe mich mal umgehört, was der Gassel so macht. Er verkehrt in einer Espresso-Bar in der Bündner Straße. Er kennt anscheinend die Inhaberin. Sie glauben also doch, dass mit Gassel etwas nicht stimmt. Vielleicht hat er wirklich nichts mit dem Fall Schrappmeier zu tun, aber ich glaube, wir sollten uns trotzdem mal um ihn kümmern. Er weiß sicher eine Menge über seine Kollegen. Oh, solche Leute wie Gassel machen sich oft interessant. Ja? Die Herren sind da. Bitte. Herr Oberamtmann. Moment. Danke. Moment. Setzen Sie sich erstmal. Vielen Dank. Herr Oberamtmann, ich habe in Notwehr gehandelt. Gassel unterstellt mir einen Mord, einen ganz gemeinen Mord. Da musste ich so handeln, das war ich mir selbst schuldig. Aber mir möchte er ihn anhängen. Sind Sie ruhig, Gassel. Ich gebe zu, dass ich Gassels ehemaligen Arbeitsplatz genau kenne. Aber wie und warum? Das weiß Gassel besser als ich. Sag's doch schon. Ist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Oder soll ich dein Gedächtnis etwas auffrischen? Das ist ein Feigling. Sehen Sie doch kein Theater ab. Also, was war los? Gassel wollte mich zu einem Einbruch überreden. Bei der Firma Schrappmeier. Da werden immer ein paar tausend Mark zu holen, sagt er. Aber da habe ich gepasst, da mache ich nicht mit. Na, Gassel? Na ja, das stimmt. Und jetzt glauben Sie natürlich, dass ich es doch war, aber ich war es nicht. Mein Alibi stimmt. Und der da, der soll bloß sich so angeben. Fragen Sie ihn doch mal, woher er den Fotoapparat gehabt hat. Eine automatische Kamera. Halt die Schnauze. Verzeihung, Herr Oberamtmann. Weiter, Gassel. Da hat er dringend Geld gebraucht, wissen Sie? Wegen dem Mädchen. Bei der muss er angeben. Der hat dann nämlich mal erzählt, dass er Industrievertreter ist. Das ist nicht wahr, Herr Oberamtmann.
Oberamtmann. Was, das ist nicht wahr! Heiraten will er sie, sich gesund stoßen. Der ihr Vater hat mächtig Kies. Herr Oberamtmann, Gassel will mich hier nur mies machen. Er glaubt nämlich, dass ich der Polizei gesagt habe, dass er abhauen will. Und weil er mir den Mord nicht anhängen kann, kommen wir jetzt damit. Und was war mit dem Fotoapparat? Gestohlen hat er den aus dem Auto. Ich kann Ihnen sogar sagen, von welchem Parkplatz. Das weiß ich ja nicht mal. Schon gut, Gassel. Lassen Sie mal was für Kornweitel übrig. Sie schnappen mir alle Bonbons weg. Hoffmann, gehen Sie mit ihm raus. Wenn ich ihn brauche, rufe ich Sie. Kommen Sie, Gassel. Augenblick mal. Dass Sie aus München verschwinden wollten, das wissen wir von Herrn Haduschek. Dem haben Sie das auch erzählt. Idiot. Na, Kornweitel, wie viele Autos gehen denn auf Ihr Konto? Das war das erste Mal. Das erste Mal? Jawohl. Ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Herr Oberamtmann, bitte geben Sie mir eine Chance. Ich möchte wieder ein sauberes Leben beginnen. Ich möchte endlich einen Strich unter mein bisheriges Leben ziehen. Aber ich habe eine Bitte. Fräulein Reiter, meine Braut, darf nichts davon erfahren. Dann wäre alles aus. Ich liebe nämlich Fräulein Reiter. Ja, ich liebe sie wirklich, das können Sie mir glauben. Kornweitel, wo waren Sie am 2. Dezember zwischen 10 und 11 Uhr nachts? Können Sie sich erinnern? Es wäre gut, wenn Sie das wüssten. Da war ich im Übernachtungsheim im Hochbunker. Sind Sie ganz sicher? Ja. Ich wohne ja da. Herr Haluschek muss das bezeugen können. Ja. Ja, doch, stimmt genau. Kornweitel kam an diesem Abend um 9 ins Heim. Wieso wissen Sie so genau, dass es 9 Uhr war? Weil ich gerade die Tür abschloss. Wir schließen ja jeden Abend um 9. Kornweitel kam noch um die Ecke und rief, Herr Haluschek, warten Sie. Danke. Ich weiß nicht. Dieser Kornweitel gefällt mir nicht. Bei dem stimmt irgendwas nicht. Bei Gassel passe ich allmählich, aber dieser Kornweitel ist ein ausgekochter, eiskalter Junge. Diesen Krampf, den der da vorhin gemacht hat mit seinem reuigen Sünder, mir sind vor Rührung beinahe die Tränen gekommen. Tja, mir gefällt er auch nicht. Die Sorte Männer kenne ich. Aber das Alibi, Sturmberg. Sein Alibi. Ich weiß, das ist bombensicher, trotzdem. Bei dem ist irgendwas faul, davon bin ich fast überzeugt. Na, Herr Bärwald, den Jungen würde ich gern übernehmen. Geht das? Natürlich, übernehmen Sie Kornweitel. Vielleicht haben Sie recht. Aber Augsburg und Nürnberg? Das kann ein anderer machen. So, Herr Stübner, Sie bekommen Gesellschaft. Gestatten? Stübner? Alfons Stübner? Angenehm. Und warum konnte das nicht festgestellt werden? Moment mal. Wir haben in unserer Kartei keinen Kornweitel. Dann schreiben Sie mal gleich an das Landgericht Düren. Das ist sein Geburtsort. Vielleicht haben die was. Gut. So, ich bin wieder da. Was kann ich denn da kriegen? Du kennst dich doch aus, hast du gesagt. Bist du vorbestraft? Nein. Willst du? Ja. Ja, dann kriegst du bestimmt Bewährung, wenn du nicht vorbestraft bist. Aber das bist du ja nicht. Natürlich bin ich nicht vorbestraft, Idiot. Das möchte ich überhört haben. Idiot. Das möchte ich mir von Ihnen doch sehr verbieten. Sehr. Schmeckt's nicht mehr? Hast du dich geärgert? Sie? Sie können mich gar nicht ärgern. Dann würde ich doch ruhig weiter meine Mahlzeit einnehmen. Mir schmeckt's besser in Gesellschaft, Herr Doktor. Das ist aber sehr unhöflich. Ich habe noch nicht aufgegessen. Verbitte mir Ihre Bemerkungen. Merken Sie sich das gefälligst. Sie sind hier nicht allein. Gerade deswegen sollten wir uns vertragen. Entschuldigen Sie sich vorher. Gerade hier sollte man die einfachsten Gebote der Höflichkeit beachten. Wenn man die entsprechende Kinderstube hat,
Sehr gut gesagt. Vertragen wir uns wieder. Sie beraten mich und ich kenne jede Menge Witze, dann wird es uns hier nicht langweilig. Also, entschuldigen Sie bitte, Herr Stiebner. Schon gut, schon gut. Kannst ruhig du zu mir sagen. Ist hier so üblich. Ich heiße Alfons. Heinz. Also, was für Fragen hast du? Wann komme ich hier raus? Entschuldige, dass ich dich so ausquetsche, aber es ist sehr wichtig für mich. Hm, vielleicht schon morgen. Ist eine glatte Sache bei dir. Sie sind ja froh, ganz einer loswerden. Chronischer Bettenmangel. Wie lange dauert es bis zur Verhandlung? Ich will nämlich heiraten. 2-3 Monate. Sie sind doch mit Terminen überlastet. Aber wenn du Glück hast, kommst du gerade in die Gerichtsferien hinein. Du kennst dich wirklich gut aus. Ja, damit beschäftige ich mich des Öfteren. Schlägt das in deinem Beruf? Nein, nicht direkt. War früher selbstständig. Und jetzt? Jetzt? Ich privatisiere. Wovon lebst du denn? Verkaufe Antiquitäten, hauptsächlich an amerikanische Soldaten. Die zahlen gut. Ja, aber warum bist du denn hier? Ja, warum, warum? Ich bin ein paar Gaunern in die Hände gefallen. Ich habe eine Madonna gekauft, die aus einer Dorfkirche war. Und das soll ich gewusst haben. Ich habe auch mal für die Amerikaner gearbeitet. Das ist schon lange her. In Erding, am Flughafen, stimmt? Wieso so in Erding? Na, da habe ich meine besten Kunden. Und dich habe ich mal in der Kantine gesehen. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich habe für die Amis in Kaiserslautern gearbeitet. Erding kenne ich gar nicht. Ja, du musst einen Doppelgänger haben. Aber ich merke mir jedes Gesicht. Gleich, wie du da reingekommen bist, habe ich mir gedacht, den kennst du doch. Hast du nicht alle Taschen im Schrank? Ich kenne Erding überhaupt nicht. Bitte, aber auf mein Gedächtnis kann ich mir was einbilden. Kannst dir einbilden, was du willst. Aber jetzt endlich auf damit. Ist das denn so schlimm, dass ich dich in Erding gesehen habe? Ich weiß genau, wo ich gewesen bin. Und wenn du mir hier was einbilden willst, wenn du mich verrückt machen willst mit deinem dummen Gewächs, dann kannst du was erleben. Mein Herz. Komm, 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 komm. Was ist denn los mit dir? Soll ich so an, was hast du denn? Sag was, komm, sag doch schon was. Er ruft ein Wärter, mein Herz. Das geht gleich wieder vorbei. Trink mal einen Schluck Tee. Hier. Jetzt leg dich aufs Bett. Atme tief durch. Hab ich auch schon mal gehabt. Geht gleich wieder vorbei. Komm, mach doch keine Sachen. Ist halb so schlimm. Warum hast du mich so erschreckt? Ich bin nervös. Sitze hier, meine Braut hat keine Ahnung. Ist doch gut, oder? Sie macht sich Sorgen. Sie wird sich größere Sorgen machen, wenn sie wüsste. Ihre Eltern würden das nicht verstehen. Mein Vater ist wohl Beamter, oder? Mhm. Gott sei Dank nicht. Landesprodukte Reiter und Co. Aha. Dann heißt sie Reiter. Nein, nein, sie heißt ganz anders. Ihr Vater vertritt die Firma nur in Mittelfranken, das wird ganz schön was sein. Naja, Reiter und Co. Landesprodukte sind ja bekannt. Die beliefern zum Beispiel den ganzen Landkreis Erding. Das weiß ich nicht so genau. Ja, Landwirtschaft. Immer gut. Die Bahn ist noch nie schlecht gegangen. Das kann man wohl sagen. Wann kommst du denn hier raus? Wird nicht mehr lange dauern. 2-3 Tage noch, dann ist das alles überstanden. Dann werden die sich hier bei mir entschuldigen müssen, der Herr Bärwald und Co. Naja, der Bärwald ist ja ganz vernünftig. Der hat seine Erfahrungen, dem kann man nichts vormachen. Aber die anderen, der Nachwuchs, Herr Stolberg und Genossen, die sind unangenehm. Aber ich habe ja nur mit Bärwald zu tun. Ich muss sagen, wir haben miteinander einen sehr guten Kontakt. Sehr gut. So? Ja, mit dem Bärwald möchte ich mich direkt einmal treffen. Ganz privat. Er ist ein sehr gebildeter Mensch. Aha. Ja. Findet man selten. Nicht nur bei der Polizei. So. Ja, 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 ja. So ist das. Da trifft man mal einen Menschen, dann ist er ausgerechnet bei der Polizei. Was ist denn das? 9 Uhr. Die schalten immer so früh aus. Dann wirst du dich gewöhnen müssen. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank, Frau Reiter, dass Sie sich die Mühe gemacht haben und gleich hierher gekommen sind. Es handelt sich nur um ein paar Routinefragen, weiter nichts. Sie kennen doch einen Herrn Kornweitel. Ich meine, Sie sind doch mit ihm bekannt. Ja, was ist mit Heinz? Mit Herrn Kornweitel? Herr Kornweitel ist in einen Autounfall verwickelt. Ist ihm was passiert? Nein, nein, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Na Gott sei Dank. Aber er hat einen Totalschaden verursacht bei dem anderen Wagen. Und in diesem Zusammenhang muss ich Ihnen leider ein paar Fragen stellen. Ja, bitte.
Seit wann kennen Sie Herrn Kornweidel? Seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Wir haben uns in Erding kennengelernt, bei einer Tanzerei im Goldenen Hahn. Aber was hat das mit dem Unfall zu tun? Er hat diesen Unfall verschuldet und was die Sache erschwert mit einem Fremdenwagen. Er muss also mit einer Anklage rechnen. Und da lassen sich solche Fragen leider nicht umgehen. Hatte er getrunken? Ja. Als Sie ihn kennenlernten, war er da in Erding beschäftigt? Nein, er hatte in Erding geschäftlich zu tun. Wird er schwer bestraft? Eine Geldstrafe oder? Ich bin nicht das Gericht. Und Sie haben sich dann öfter getroffen? Bei Ihnen in Ottenhofen? Nein, in Erding. Er kam jeden Sonnabend heraus von München. Aber Sie sagen mir doch nicht die Wahrheit. Sie verheimlichen mir doch etwas. Fräulein Ratter, wenn Sie Herrn Kornweitel wiedersehen, bitte sagen Sie ihm nichts von diesem Gespräch. Wir haben unsere Gründe dafür. Ich werde es aber tun, wenn Sie mir nicht sagen, was mit ihm wirklich los ist. Herr Kornweitel hat aus seinem Auto einen Fotoapparat gestohlen. Und was ist mit den Notausgängen? Diese Bunker hatten doch immer zwei Notausgänge. Ah, die sind längst zugemauert. Nee. Nach neun kommt da keiner mehr raus. Erst morgens wieder ab fünf. So. Dann zeigen Sie mir mal den Schlafraum von den beiden. Ja, bitte sehr. Ja. Du, Rolf, schau dir mal das Fenster an. Glaubst du, dass da einer durchkommt? Warum nicht, wenn man so schlank ist wie der Kornweifel? Probier's mal. Also dann. Na, geht's? Ja, es geht. Da kämst sogar du durch. Na. Könntest du da jetzt runter? Ja, unerwartet. Und kämst auch allein wieder zurück? Ganz bequem. Was ist denn unter dem Fenster? Ein Schutthaufen. Wenn einer da auf dem Schutthaufen steht, kann er sich an der Kante hochziehen. Und schon ist er drin. Und wenn da einer durchkriegt, wird er bestimmt nicht gesehen. Ab sechs ist es stockdunkel. Das ist ein duftes Alibi. Das kann man wohl sagen. Ich glaube, jetzt wissen wir mehr. Herr Gassel. Ja. Ach, das ganze Polizeipräsidium. Freut mich, dass Sie arbeiten. Ja, ich bin hier Arbeitssklave, aber nur zur Aushilfe. Melde mich täglich bei der Polizei. Die freuen sich schon immer, wenn ich komme. Stimmt was nicht? Nein. Sie sollen mir nur einen Wagen waschen. Herr Oberinspektor, wegen dem Wagenwaschen kommen Sie doch nicht alleine. Das können Sie mir nicht erzählen. Na, Herr Gassel, ich habe eine Frage an Sie. Na also. Hat Kornweidel gewusst, dass Sie an dem Abend ins Kino gingen? Ach, ziehen Sie dem endlich die Zähne. Es wird aber auch Zeit. Na klar, ich habe ihn noch gefragt, ob er nicht mitkommen will. Es war ein Western. Hat aber nicht gezogen. Aha. Was sagen Sie, Gassel? Kornweidel hat doch auch hier gearbeitet, ne? Ja, aber vielleicht nur 14 Tage. Dann hat er gesagt, die Scheißarbeit macht er nicht. Noch was? Nein, ist schon gut. Holen jetzt den Wagen rein. Der Film hat Überlänge gehabt. Hat fast 3 Stunden gedauert. Er konnte also leicht vor Gassel wieder im Bunker sein. Vielleicht noch das Kabel. Tja, das Kabel. Jetzt kann ich Ihnen auch eine Neuigkeit sagen. Das Kabel wird in Deutschland nicht hergestellt. Hambarat angerufen. Ja, die Isolierung kennt man bei uns gar nicht. Verdammter Mist. Was nun? Das Kabel ins Landeskriminalamt geschickt. Die sollen sich jetzt den Kopf zerbrechen. Uns bleibt im Augenblick nichts anderes übrig, als abwarten und Tee trinken. Übrigens, ich habe auch was für Sie. Das Landgericht Düren teilt uns mit, dass Kornweidel dort hinlänglich bekannt ist. Es ist schon zweimal gegen ihn ermittelt worden, wegen Betrug. Aber die alte Geschichte. Zu einer Verurteilung hat es nicht gereicht. Was heißt das? Ich kann hier nicht mehr wohnen. Wo soll ich denn schlafen? Das ist Ihre Sache. Ihr Bett ist belegt. Wir haben eine starke Nachfrage. Ich weiß schon.
Weil die mich 3 Tage da behalten haben. Und Gassel? Herr Gassel arbeitet jetzt. Na, wer sagt Ihnen, dass ich nicht arbeiten werde? Herr Kornweitel, nehmen Sie Ihren Koffer und verschwinden Sie. Wir sind belegt. Lagerhaus Reiter? Ja, Hanna? Ja, hier ist Heinz. Kannst du sprechen? Heinz? Entschuldige, dass ich nicht früher angerufen habe. Ich war 3 Tage verreist und bin heute erst zurückgekommen. Du, Hanna, stell dir vor, was mir passiert ist. Unterwegs haben sie mir die Brieftasche gestohlen mit 700 Mark und einem Papier. Ich habe nur noch ein paar Mark in der Tasche. Hanna, ich habe eine große Bitte. Kannst du mir 500 Mark pumpen? Mehr nur für kurze Zeit. Ich kann sie holen. Ja, ich komme jetzt. In 20 Minuten bin ich zu Hause. Stolberg setzt mich ab. Bis gleich also. Tschüss. Meine Frau hält nichts von Überstunden. Sie versteht nicht, wieso ich es hier so lange aushalte. Das versteht sie nicht? Das verstehe ich nicht. Ich gehe morgen in die Bündnerstraße, in die Espresso-Bar. Gassel verkehrt da und dieser Kornweitel. Ich will mich mal mit der Wirtin unterhalten. Vielleicht kriege ich sie dazu, dass sie uns verständigt. Falls wir die beiden Herren doch noch suchen sollten. Wenn die Dame nicht mit ihnen unter einer Decke steckt. Hanna. Heinz. Ich muss dich drängend sprechen. Vater ist da, Heinz. Das ist nicht wahr, Hanna. Heute ist Donnerstag, da hat er Gemeinderatssitzung. Donnerstags haben wir uns immer getroffen. Was ist denn los mit dir? Ist was zwischen uns? Komm, sag schon. Die Polizei. Was ist mit der Polizei? Ich musste nach München, deinetwegen. Das habe ich mir doch gedacht. Die Schweinebande. Lagerhaus Reiter? Nein, mein Vater ist leider nicht da. Aber rufen Sie doch die Wohnung an. Vielleicht ist meine Mutter zu Hause. Ja, sie weiß Bescheid. Bitte. Hanna, wir wollen es kurz machen. Ich brauche die 500 Mark. Ich habe keine 500 Mark. Du nicht. Aber das Geschäft. Da ist bestimmt eine Menge Geld drin. Und in den Lohntüten ist mehr als 500 Mark. Heinz, du kannst doch nicht so gemein sein. Du musst mir das Geld geben, Hanna. Mir steht das Wasser bis zum Hals, ich will fort. Wenn du mir das Geld nicht gibst, dann nehme ich es selber. Aber ich nehme alles. Du rührst das Geld nicht an. Du musst doch nicht die Polizei anrufen. Thank you.
150, 220, 40, 60, 80, 320. Geschlossen, Feierabend. Ich bin's, Heinz. Mach auf, Emmy. Ich komm schon. Emmy. Was ist das denn für eine Begrüßung? Hab ich dir was getan? Wir haben uns eben lange nicht gesehen. Vielleicht zu lange. Oh. Gib mir doch. Dann setz dich bitte. Hier ist kein Stehausschank. Ich sitze schon. Das ist eine Kälte heute. War mindestens 20 Grad unter Null. Nimm die Füße runter, die Stühle sind neu. Oh, Verzeihung. Eine kostet 58, die soll noch eine Weile halten. Ist was schiefgegangen? Wie kommst du denn darauf? Na, wie du aussiehst. In der letzten Zeit geht alles schief. Ich habe eben Pech. Sowas soll vorkommen. Musst du jetzt aufräumen, das macht mich nervös. Musst du dich mal wieder ausweinen? Dann komm bitte morgen wieder. Ach, lass das doch jetzt sein, das ist so ungemütlich. Gib mir lieber noch einen Doppel. Und trink du auch ein, das macht lustig. Oh, du tust mir weh. Ja, du tust mir auch weh. Ich? Ja. Ausgerechnet ich. Emmy, du musst mir helfen. Wie viel soll es denn diesmal sein? Lass doch die Musik, die war so schön. Dass die Streife merkt, dass hier noch Betrieb ist, kommt gar nicht in Frage. Du bist vielleicht heute... Was bin ich heute? Ich meine, also du siehst heute besonders gut aus. Emmy, du hast eine neue Frisur. Hm? Du siehst krank aus. Richtig krank. Ja, vielleicht bin ich auch krank. Mich hat's erwischt. Ich kann dir Tabletten geben. Was willst du mir Tabletten? Also, was ist? Hat's nicht geklappt mit dem warmen Nest? Hat sie sich's anders überlegt? Was meinst du mit warmem Nest? Spiel kein Theater. Ich weiß die ganze Geschichte. Ach so. Harry Gassel hat wieder mal dumm gequatscht. Ich weiß mehr, als du ahnst. So? Du wolltest doch einen heiraten. Du sahst dich doch schon als Geschäftsführer, oder? Oh, Emmy. Quatsch. Du wolltest sie also nicht heiraten? Ich und heiraten? Dich würde ich heiraten. Nur dich. Langsam, langsam. Dazu gehören zwei. Ich weiß genau, welchem Typ du nachläufst. Aber nicht doch Emmy. Doch für mich. Oh, ist das kalt. Hier wird nicht geheizt. Wohin damit? Dahin in die Ecke. Da stehen schon welche. Richtig? Ja. Emmy, du musst mir helfen. Du musst dir endlich selber helfen. Versuch's doch mal mit Arbeit. Ich brauche 50 Mark. Nur 50 Mark. Emmy, bis morgen. Ich hab dir oft genug geholfen. 400 Mark hast du bekommen, ich kann dir nichts mehr geben. Morgen bringe ich dir das ganze Geld zurück, ja. Ich kriege morgen eine Provision. Und in 2 Monaten fahren wir in Winterurlaub. Das hatten wir doch immer vor, hm? Und das wird schön. Kannst du dich mal richtig erholen? Ich sag her. Ich bin's, ich räum noch auf. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Wer war denn das? Gott, bist du nervös. Es war die Hausbesitzerin. Zu spät in der Nacht? Die ist bei der Bahnhofsmission, ehrenamtlich. Hat einige Häuser und keine Familie. Wie wäre was für dich? Wie alt? Doppelt so alt. Soll ich dir ein Taxi bestellen? Nein, nein, ich gehe zu Fuß. Das tut mir gut. Dann bringe ich dich. Ist gefährlich nachts allein auf den Straßen.
Ich habe keine Angst. Mir tut keiner was. Hast du was dagegen, wenn ich dich bringe? Wir könnten doch vielleicht bei dir noch einen Kaffee trinken. Ich muss morgen um 9 wieder hier sein. Ich will endlich mal schlafen. Emmy, ich möchte dir was erklären. Was der Gassel da über mich quatscht, ist dummes Zeug. Der redet sowieso sehr viel über mich, aber das wird er noch bereuen. Die Kripo ist nämlich hinter ihm her. Sei froh, dass sie nicht hinter dir her ist. Oh, mach's vielleicht Witze. Komm jetzt, Heinz, bitte. Du bist doch auch müde. Ja, ja, bin auch müde. Die Leute schlafen. Sofort! Emma! Bist du verrückt? Ich trete die Tür ein! Sie wollen eine Aussage machen, Herr Stiebner? Sie haben sich das also überlegt. Nein, nein, keine Aussage in meiner Angelegenheit. Da möchte ich Ihren Ermittlungen nicht vorgreifen. Ich möchte eine ganz andere Aussage machen. Ich fühle mich dazu verpflichtet. Na, dann erzählen Sie mal. Bitte. Dankeschön. Ich nehme an, Sie haben sich gut vorbereitet und es wird nicht allzu lange dauern. Wir haben noch einiges zu tun heute. Ich weiß, Personalmangel, Nachwuchssorgen, ansteigende Kriminalität, ich weiß, ich weiß. Dauert's länger? Ich muss in 10 Minuten weg. Nein, nein, das dauert nicht lang. Dann kann ich also bleiben. Wir hören. Ja. Also, da hat man mir einen gewissen Kornweitel auf die Zelle gelegt. Heinz Kornweitel. Der Mann ist mir gleich zu Anfang so bekannt vorgekommen, aber ich wusste nicht, woher. Jedenfalls wurde dieser Kornweitel bald entlassen und ich sitze noch. Es liegt aber nicht an uns, Herr Stiebner. Ich bedauere dieses Missverständnis zutiefst, Herr Bärwald. Aber wem sage ich das? Jedenfalls hat sich dieser Kornweitel übel aufgeführt. So, hat er das? Ja, ist ein ungebildeter Mensch. Und das wollten Sie uns erzählen? Aber natürlich nicht. Mir ist nur plötzlich klar geworden, dass ich diesen Kornweitel aus Erding kenne. Und das habe ich ihm auf den Kopf zugesagt. Da hätten Sie sehen sollen, was der angestellt hat. Zuerst hat er mich fürchterlich angeschrien, dann hat er mich gepackt, so. Und mit dem Kopf hat er mich immer gegen die Wand geschlagen. Ich wusste gar nicht, was das soll. Aber er hat keine Ruhe gegeben. Er hat immer nur gesagt, er sei noch nie in Erding gewesen und ich soll ihn nicht verrückt machen. Und so weiter und so weiter. Dabei habe ich ein gutes Personengedächtnis. Je mehr der behauptet hat, dass er nicht in Erding gewesen war, desto mehr habe ich mich an sein Gesicht erinnert. Der hat nämlich einmal in der Flughafenkantine mit einem Mädel von der Bedienung Streit gehabt wegen Wechselgeld. Und ich bin gleich am Nebentisch gesessen. Schon damals habe ich mir gesagt, eine solche Type ist zu allem fähig. Ich habe es ja selbst erlebt, wie sich der benommen hat. Stellen Sie sich vor, mir wäre in der Zelle wirklich was passiert. Es hätte einen ganz schönen Skandal gegeben. Aber ich habe einen Herzanfall markiert, da hat er mich losgelassen. Da haben Sie ja noch mal Glück gehabt. Und wie? Jedenfalls, wenn einer schon beim bloßen Wort Erding so rabiat wird, dann hat er was zu verheimlichen. Ich muss jetzt leider weg. Vielleicht ist ein Stiebners Erlebnis ja ganz brauchbar für uns. Ich bin ganz sicher. Entschuldigung, ich glaube, der Herr Stolberg, der hat was gegen mich. Oh, das ist nur eine optische Täuschung, das ist vielleicht ein bisschen überarbeitet. Aber bitte weiter, Sie erzählen sehr interessant. Ja, meine Erzählung ist eigentlich schon beendet. Herr Stiebner, das waren für uns sehr interessante Ausführungen. Sie haben uns wahrscheinlich einen guten Dienst erwiesen. Gern geschehen. Das war mein Anliegen. Und noch 2 Kästen Bier. Jawohl, ist recht. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben doch schon geöffnet? Ab 11, aber vormittags ist hier nicht viel los. Was darf ich Ihnen bringen? Tasse Kaffee. Gerne. Haben Sie auch Zigaretten? Der Automat ist dort drüben. Danke. Bitte, haben Sie ein Feuer? Bitte? Dankeschön. Sind Sie schon lange da? Seit 2 Jahren. Dann kennen Sie ja Ihre Stammgäste. Bitte sehr.
Bitte schön. Auf Wiedersehen. Bitte, haben Sie etwas Milch? Aber natürlich. Entschuldigen Sie. Dankeschön. Sagen Sie, kommt nicht ein Herr Kornwalter manchmal zu Ihnen? Kennen Sie ihn? Ja. Arbeitet er für Sie? Nein, ich habe keine Firma. Ich arbeite auch nicht für eine Firma. Ich bin bei der Kripo. So. Ja. Und woher wissen Sie, dass Kornweitel hier manchmal war? Ich kenne einen Freund von ihm, Harry Gassel. Ich kenne beide Herren nur flüchtig. Ist Kornweitel nicht mal in Erding gewesen? Ich habe sowas gehört, er hat da mal gearbeitet. Nie. Das wissen Sie genau? Ja. Aber wenn Sie das so genau wissen, dann kennen Sie ihn doch eigentlich ganz gut. Er war manchmal hier. Da kommt man eben ins Gespräch. Sie wissen also mehr über ihn? Nicht alles. Aber wo er gearbeitet hat, das wissen Sie? Vielleicht. Sie wussten doch, dass er an einem bestimmten Ort nie war. Er war lange Zeit in Hessen, irgendwo bei Frankfurt, glaube ich. Ja, das interessiert mich nicht. Suchen Sie Kornweitel? Ich wollte ihn nur etwas fragen. Ich kann Sie mir sagen, wenn er kommt. Nein, nein, bitte nicht. Das würde ihn nur irritieren. Wissen Sie, mit uns hat niemand gern was zu tun. Es sei denn, man braucht uns. Hier ist meine Karte mit Telefonnummer. Sie können durchwählen. Warum soll ich Sie anrufen? Ja, es gibt manchmal gewisse Notfälle. Erst neulich da, vielleicht haben Sie es ja gelesen, wurde in Waldperlach eine Wirtin... Bei mir verkehrt nur gutes Publikum. Ja, natürlich. Kornwald, Gassel. Das sind keine Stammgäste. Was macht das? 80. Der Kaffee war sehr gut, vielen Dank. Wiedersehen. Herr Stolberg? Ja? Was wollen Sie von Kornweitel wirklich? Was ist denn? Es handelt sich um Mord. Wir haben die Isolierung analysiert. Ja, und? Es handelt sich da um Stato Thermoferil. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Das ist ein Wirkstoff, der anstelle von Gummi verwendet wird, wo die Eigenschaften des eigentlichen Gummis nicht mehr ausreichen. Wo kommt der her? Von einem großen amerikanischen Chemiekonzern. Stato Thermoferil ist eine besonders licht- und luftbeständige Mischung. Sehr teuer. Es wird deshalb auch nur verwendet, wo besondere Sicherheit notwendig ist. Zum Beispiel? Bei außerordentlich starker Sonnenstrahlung oder bei extrem hohen Temperaturunterschieden. Kann es sein, dass dieses Stato-Zeugs... Stato-Thermoferil? Ja, dass das im Flugzeugbau verwendet wird? Ja, hauptsächlich. Also auch bei amerikanischen Flugzeugen. In Erding ist ein großer amerikanischer Flugplatz. Da hat dieser Kornweitel längere Zeit gearbeitet. Das weiß ich jetzt genau. Kann ich das Kabel wieder mitnehmen? Ja, bitte, wir sind fertig. Your call, please. Thank you. You're welcome. Hoffmann? Ja, Kornweitel hat hier gearbeitet. Allerdings nur kurze Zeit. Dann hat er Krach gekriegt mit dem Feldwebel. Die mussten hier alte Schulungsmaschinen abwracken. Das war nicht nach seinem Geschmack. In den Maschinen waren Kabel verlegt, die genauso aussehen wie unseres. Nein, das ist kein Irrtum möglich. Das hat man mir hier bestätigt. Ich glaube, das reicht für eine Mordanklage. Danke. ISA 39 an alle. Schalten Sie auf I. Gesucht wird Heinz Kornweitel. Kornweitel ist dringend verdächtig, Polizeimeister Erwin König erschossen zu haben. Fertig, hier ist der Schlüssel. Sofort, Herr Gassel. Bitte unterschreiben Sie.
Danke. Gute Nacht. Nacht. So, ab zum Nachtresor. Gute Nacht. Gute Nacht. Für dich. Für mich? Ich erwarte aber gar keinen Anruf. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich rufe die Polizei. Was war eigentlich los? Ein Mann ist niedergeschlagen worden. Kommen Sie mit. Hallo. Hier, Funkstreife. Bitte melden. Nicht zu viel anwerfen, ist gleich Feierabend. Für mich nur ein Bier. Und für die Dame noch ein Likör. Bringst du auch noch was, Freddy? Ein Bier, ein Likör. Ein Bier, ein Likör. Guten Abend. Sag guten Abend, wenn man reinkommt. Namen. Ist Feierabend, schmeiß sie raus. Es ist noch nicht Feierabend. Die Herrschaften haben nur was bestellt.
Wo ist denn hier das Telefon? Unser Apparat ist gestört. Wo kann man dann telefonieren? Zwei Ecken weiter, auf der linken Seite ist eine Zelle. Dann möchte ich bitte zahlen. Lassen Sie nur den Likör. Wir müssen telefonieren, sonst wird es zu spät. Wir hätten schon vor einer halben Stunde anrufen sollen. Soll es nicht vielleicht doch noch ein Likör sein? Und der Herr einen Obstler? Es ist kalt heute. Heinz, du trinkst doch einen mit? Naja, trinken wir noch einen, Eva. Freddy, komm, schnell noch einen im Stehen. Ich hole mir eine neue Flasche von nebenan. Kalt heute. Wird vielleicht noch kälter. Ja. Ich denke, du wolltest eine Flasche rum. Ich habe von der Marke keine mehr drüben. Aber hier muss noch was sein. Wissen Sie, wenn man so seine 14 Stunden hier zubringt, ist auf die Dauer ziemlich anstrengend. So. Also, Prost. Das war wir. Salute. Prost. Ist aber wirklich der Letzte. Was macht das? Sie hatten 4 Bier, 3 Kaffee, 3 Obstler, ein Likör. Das macht 10,40 Mark genau. So stimmt's. Was ist mit dem, ne? Der ist vielleicht komisch. Vielleicht geht's ihm nicht gut. Er sollte sich krank schreiben lassen. Er ist bestimmt nicht gesund. Meinst du nicht auch? Ne? Ist ja kein Wunder bei dem Wetter. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Wiederschauen. Kommen Sie gut nach Hause. Schlüssel. Nein. Gib mir den Schlüssel. Du Hund. Du Verbrecher. Was war mit dem Telefon? Wo hast du angerufen? Wo hast du angerufen? Wenn du mich umbringen willst, tu's doch. Sie sind festgenommen, Kornwartel. Nehmen Sie die Hände hoch. We'll be right back.
Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute sehen Sie die Geschichte dieses Kabels. Erwin König drin? Ja, ist gerade vom Dienst gekommen. Ja? Grüß dich. Servus. Schularbeiten? Schlimmer. Wen schreibst du denn? An den Personalrat wegen der Wohnung. Die Stadt baut in Rammersdorf eine Wohnanlage am Zubringer. Da sollen noch einige Dreizimmerwohnungen frei sein. Ja, ja, ich weiß. Von uns ziehen auch zwei dahin. Ich hab's leider erst gestern erfahren. Wann heiratet ihr denn nun? Steht das endlich fest? Ostern. Habt ihr schon alles? Ja, Anni kriegt von ihren Eltern Küche und Schlafzimmer. Also kochen könnt ihr? Ja. Lies das mal durch, ob es so geht. Das ist mein erstes Gesuch an den Personalrat. Findest du das richtig? Ja, das geht, genau. Mehr würde ich gar nicht schreiben. Wann sehen wir uns denn mal? Ende nächster Woche gehen wir auf Urlaub. Mit dem neuen Wagen? Mit dem neuen Wagen. Wir fahren erst Ostern mit dem Wagen von Annis Vater. Nach Frankreich. Sag mal, warst du schon mal in Frankreich? Ja, in Straßburg vor 2 Jahren. War sehr schön. Was macht ihr denn heute Abend? Wir gehen in die Petroleumlampe zum Tanzen. Anni hat das richtig gelernt mit Tanzkursus und so. Viel Vergnügen. Danke. Sehen wir uns morgen Abend? Ja, morgen ist gut. Ich hol dich im Präsidium ab. Ja, sagen wir 6:30. Ja? Hier kommst du mit, ich dringe dich bei Anni vorbei. Prima. Ich muss vorher noch am Revier was abholen. Ich habe heute Nachtdienst. Bist du mit dem Dienstwagen da oder mit deinem eigenen? Naja, mit dem eigenen natürlich. Wie läuft denn der? Na, wirst du gleich sehen. Was ist denn mit dem Brief? Was hat bis morgen Zeit? So schnell arbeitet der Personalrat nicht.
Sag, Anni, musst du dir jetzt unbedingt Möbel ansehen? Aber Erwin, vielleicht kriegen wir bald eine Wohnung. Da kann man sich vorher gar nicht genug Schaufenster ansehen. Alles in den Eisschrank reingeht. Guck doch mal. Anni, wenn du so weitermachst, kommen wir zur Sperrstunde in die Petroleumlampe. Gleich. Da und die Küchenmaschine. Na, endlich geht's Licht aus. Komm. Hilfe! Hilfe! Was war das? Da hat doch eine Frau geschrien. Ja, das kam aus dem Fenster da. Da muss was passiert sein. Was ist denn? Es ist nichts, Anni. Das werden Sie so schnell nicht begreifen können, Stolper. Ich weiß das. Bringen Sie jetzt seine Braut nach Hause. Herr Oberamtmann, ich habe die Überfallene ins Schwabinger Krankenhaus bringen lassen. Gut. Haben Sie das Kabel sichergestellt? Ja. Hier im Büro steht der Geldschrank. Wenn er also ins Büro wollte, musste er durch den hell erleuchteten Verkaufsraum. Er musste damit rechnen, dass er von der Straße aus gesehen werden konnte. Und deshalb hat er sämtliche Sicherungen in der Werkstatt gelockert. Na, der Kerl hat sich dort verdammt gut ausgekannt. Vor allem hat er gewusst, dass Frau Schrabmeier jeden Abend noch im Büro arbeitet. Und dass sie die Geldschrankschlüssel bei sich hat. Ich verstehe nicht, dass eine Geschäftsfrau immer ein paar tausend Mark im Laden hat. Soviel ich gehört habe, war das bei ihrem verstorbenen Mann schon so. Hier, Hoffmann. Ja, Augenblick bitte. Für Sie, Herr Bärwald, das Krankenhaus. Ja, Bärwald. Guten Abend, Herr Doktor. Na, wie geht's, Frau Schrabmeier? Ja? Gut. Danke. Der Arzt glaubt, dass wir morgen ein paar Fragen an Sie richten können. Die Frau hat Glück gehabt. Großes Glück. Wenn der Kerl sie in der Dunkelheit nicht verfehlt hätte, wäre es zu spät gewesen. Und darum konnte sie auch um Hilfe rufen. Und er hat's gehört. Ja, er hat's gehört. Entschuldigen Sie. Hoffmann, bringen Sie das Kabel ins Labor. Das ist gleich die erste Arbeit morgen früh. Die sollen es untersuchen. Hat's geklappt?
hast du verkauft? Noch nicht. Knochen ist was, oder? War Jorit schon da? Er hat angerufen, er kommt morgen. Ah. Warum? Er will kaufen, ganz bestimmt, hat er gesagt. Er lässt dich grüßen. Also 300 muss er schon zahlen. Der Parade ist was wert, ist ja fast neu. Das habe ich ihm auch gesagt. Da. Kannst du mir was leihen? Vielleicht ein 100er? Wenn Jorit zahlt, kriegst du es zurück. Das wird nicht reichen. Wieso? Ich schulde dir genau 270. Leider 370. Ach, dann gib mir noch 50, sind es 420. Mehr habe ich nicht. Schade. Ich wollte mir Schuhe kaufen. Winterschuhe. Dann kriegst du noch 20 von mir dazu. Die schenke ich dir. Bei Schuhen soll man nicht sparen. Du bist eben... Sag bloß nicht wie eine Mutter. Mütter sind anders. Ganz anders. Schön, dich wiederzusehen. Du, ich hab mich so auf dich gefreut. Wie lange bleibst du denn? Also zuerst muss ich ins Warenhaus. Meine Mutter hat morgen Geburtstag und ich weiß noch gar nicht, was ich ihr schenken soll. Und dann? Ja, ich muss mit dem 3-Uhr-Zug wieder zurück. Weißt du, mit dem 3-Uhr-Zug schon? Dann bleiben uns ja noch ein paar Stunden. Dann sind wir bestimmt 11 im Warenhaus, das kenne ich doch. Aber es geht nicht anders. Du hast ja bestimmt deinem Vater versprechen müssen. Auch, dass wir uns nicht treffen. Na, ich bin schon im Bilde. Den bin ich ja doch immer ein Rumtreiber, der hinter deinem Geld her ist. Aber red doch nicht. Du weißt doch, wie ich zu dir stehe. Das ist doch die Hauptsache. Na, manchmal habe ich wirklich genug. Manchmal habe ich wirklich satt. Was bildet sich eigentlich dein Vater ein? Heinz. Ist doch wahr, wie komme ich mir denn vor? Heinz, in 2 Monaten bin ich 21 und dann heiraten wir. Wenn dich dein Vater rausschmeißt? Das tut er nicht, bestimmt nicht. Bist du ganz sicher? Ja, dazu hängt er viel zu sehr an mir. Und dann ist ja meine Mutter noch da. Die mag dich, die hält zu uns. Das weißt du doch. Ich habe keinen Bruder. Wer soll das Geschäft einmal übernehmen? Er braucht jemanden. Ach, darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Eingearbeitet wäre ich schon in 3 Monaten. Ich habe mir alles genau überlegt. So einen Betrieb würde ich aus eurem Laden machen. Davon bin ich überzeugt. Als erstes würde ich in der Stadt ein Verkaufsbüro einrichten. Landesprodukte, en gros, Reiter und Co. Ja, 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 glaube mir. Nur in der Stadt kannst du Umsätze machen. Hier machst du Kasse, nicht da draußen bei euch auf dem Land. Du passt ja gar nicht auf. Ich habe dir doch von der Wohnung geschrieben, die ich gemietet habe, ja, in einem Neubau. 10.000 Mark Vorauszahlung. Ja, die habe ich hinblättern müssen. Nur weil dein Vater immer sagt, ich sei ein Rumtreiber. Ach, lass ihn doch jetzt. In der Wohnung könnten wir uns das Büro einrichten. Hm? Hier. Pass auf, dass du nicht stolperst. Das landest du gleich eine Etage tiefer. So. Hier rechts. Das ist die Wohnung. Hier ist die Diele. Und das ist die Küche. Und jetzt zeige ich dir das Bad. Ja. So. Es wird schwarz gekachelt. Aber wenn du eine andere Farbe lieber willst. Was meinst du? Schwarz ist modern. Ja, also dann schwarz. Also dann schwarz. Hier mit den breiten Fenstern ist das Schlafzimmer. Und hier das Kinderzimmer. Jetzt zeige ich dir unser Wohnzimmer. Großen Balkon. Südseite. Ach, du, hier wird's mir gefallen. Das habe ich gleich gewusst. Gehst du nach Hause zum Essen? Nein. In Kantine? Nein, ich mache vielleicht einen Spaziergang. Ist doch gesünder, man sollte mehr spazieren gehen.
Früher bei den Fußstreifen, da gab es viel weniger Krankmeldungen. Schauen Sie sich das mal an, meine Herren. Diese Fasern haben Sie am Kabel entdeckt. Nehmen Sie mal die Lupe. Sieht aus wie Wollfasern. Ja, der Täter könnte Wollhandschuhe getragen haben. Aber der Kerl hat doch Material hier gestohlen, haben Sie gesagt. Aber kein solches Kabel, das wird bei uns nicht verwendet. Schmidt! Haben Sie schon mal so eine Isolierung gesehen? Nee. Es muss ein Spezialkabel sein. Sie, sagen Sie mal, wir hatten der Gassel mit Vornamen geheißen. Können Sie sich erinnern? Ja, Harry. Ah, stimmt ja. Harry Gassel. Vielen Dank, Herr Lang. Bitte schön. Sie wissen genau, dass wir um 9 dicht machen. Wir sind hier kein Hotel, wo jeder kommen kann, wann er will. Gestern war es auch so spät. Aber Herr Halusek, wo ich hier schon Stammgast bin, können Sie doch ein Auge zudrücken. Stammgast? Hier muss sich jeder an die Hausordnung halten, da gibt's keine Extrawurst. Wenn Sie noch mal zu spät kommen, können Sie gleich an die Isar runterschlafen gehen. Na ja, schon gut. Nacht. Na. Die Kriminalpolizei. War noch bei Emmy. Hab da einen Dummen gefunden, den hab ich noch rasch aufs Kreuz gelegt. Mit 30 Mark beim Knobeln. Ach, das hat mir richtig wohl getan. Hat sie was wegen des Fotoapparats gesagt? Nee. Und was gibt's bei dir Neues? Kann man dir schon zur Hochzeit gratulieren? In 2-3 Monaten wird es soweit sein. Ich hab Hanna meine Neubauwohnung gezeigt. Was hast du ihr gezeigt? Meine Neubauwohnung. Ich muss doch endlich wieder was für meinen guten Ruf tun. Mensch, wie hast du denn das wieder gemacht? Das war ganz einfach. Am Rüdigerplatz bauen sie einen ganzen Block mit Schwimmbassin auf dem Dach und so. Da bin ich zum Bauführer gegangen und habe ihm erzählt, dass ich in dem Block eine Wohnung gemietet habe. Und dass ich sie gern meiner zukünftigen Frau zeigen möchte. Das war alles. Du hast schon eine Chuzpe, Heinz. Und was ist, wenn eines Tages der ganze Schwindel auffliegt? Dann hast du aber schöne Flitterwochen. Keine Sorge, das Mädchen habe ich im Griff. Im Augenblick ist es viel wichtiger, dass ich hier rauskomme aus dem Stall. Doch endlich ein vernünftiges Zimmer. Ich muss immer die Pension ziehen, wenn Hanna kommt. Kostet mich jedes Mal 16 Mark. Tja, in die Goldpuppe musst du schon was investieren. Dazu brauche ich Treibstoff. Aber ich bin pleite, Harry. Restlos pleite. Was sagst du da gerade so, als wenn ich jemanden melken sollte? Genauso meine ich. Tja, du machst mir Spaß. Ich möchte auch hier raus, genau wie du. Ich möchte überhaupt hier weg. Das kann ich verstehen. Nach dem Pech, was du gestern Nacht gehabt hast. Wie meinst du das? Gestern Nacht hat jemand versucht, eine Frau Schrappmeier umzubringen. Mit einem Kabel. Bei der hast du doch mal gearbeitet. Ach so, meinst du das? Ja, genauso. Halt deine verdammte Schnauze, mit der Sache habe ich nichts zu tun, merk dir das? Natürlich hast du nichts damit zu tun, du kannst ja keine Fliege, was du leider tust. Nur ein Wort und ich ramm dir ein, dass du dich einsagen lassen kannst. Lass den Dampfer, Paris, ist ja schon gut. Guten Abend, Kriminalpolizei. Herr Gassel? Was wollen Sie denn von mir? Meine Papiere sind in Ordnung, da fehlt nichts. Herr Gassel, ich muss Sie zu einer Vernehmung aus Polizeipräsidium holen. Was? Mitten in der Nacht? Weshalb denn? Wir ziehen sich an und machen Sie keine Schwierigkeiten, sonst kriegen Sie Ärger. Spinner. Das wird wegen der Schrappmeier sagen. Schnauze! Na, Herr Gassel, bitte nehmen Sie Platz. Herr Kommissar, damit wir uns gleich richtig verstehen. Den Kommissar können Sie sich schenken, ich bin keiner. Setzen Sie sich. Na schön. Also, damit wir uns gleich richtig verstehen. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Bin vorbestraft, weiß ich. Wegen Zechprellerei, Diebstahl, okay, aber... Und wegen schwerer Körperverletzung.
Schön, hab ich vergessen. Aber wenn die Polizei deshalb glaubt, dass ich den Wachtmeister umgelegt habe, dann hat sie sich den Falschen ausgesucht. Wir glauben gar nichts, Gassel. Wir halten uns an Tatsachen. Aber es gibt leider ein paar Dinge, die gegen Sie sprechen. Also Sie meinen, weil ich mal bei der Schrappmeier gearbeitet habe und weil ich mir da mal ein paar Sachen unter den Arm geklemmt habe? Nee, ich habe ein Alibi. Ein erstklassiges Alibi. Da ist nichts dran aufpoliert. So, wo waren Sie denn zur Tatzeit? Im Kino. Im Kino? Jawohl, im Kino, wenn Sie nichts dagegen haben. Im Delphi-Palast in der letzten Vorstellung. Warten Sie. Vielleicht habe ich die Kinokarte noch bei mir. Ganz zufällig, was? Die Bemerkung können Sie sich ersparen. Ich war nämlich mit dieser Jacke im Kino. Ganz zufällig. Ich habe nämlich nur die eine. Hier, da ist sie. Steht das genaue Datum drauf. 2. Dezember 1966. Letzte Vorstellung. Was sagen Sie jetzt? Gassel, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie uns hier eine Kinokarte auf den Tisch legen und dann gute Nacht sagen können. So einfach ist das nicht. Dieses Alibi müssen wir erst nachprüfen. Das sollten Sie eigentlich wissen. Na klar weiß ich das. Das können Sie auch. Aber heute nicht mehr. Morgen ist Sonntag. Was? Soll das vielleicht heißen, dass ich übers Sonntag im Bau bleiben muss? Dieses Wochenende kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Herr, wissen Sie, was das ist? Das ist Freiheitsberaubung, glatte Freiheitsberaubung. Dafür kann ich der Polizei einen Prozess aufjubeln. Das wissen Sie hoffentlich. Beruhigen Sie sich, das wissen wir. Aber wir haben einen zwingenden Grund, weshalb wir Sie hier behalten. Auf den Grund bin ich aber neugierig. Gassel, Sie wollten doch aus München verschwinden. Reisende Leute soll man im Allgemeinen nicht aufhalten, aber in Ihrem Fall... Was in meinem Fall? Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Bringen Sie ihn rüber. Kommen Sie. Eine Frage. Mich hat da einer hingehängt. Angenommen, Gassel, Sie wären im Kino gewesen. Bleibt immer noch die Frage offen, waren Sie die ganze Zeit über im Kino? Während der ganzen Vorstellung. Haben Sie dafür einen Zeugen? Der Delphi-Palast ist groß, da fällt es nicht auf, wenn jemand rausgeht. Gassel, woher haben Sie das Kabel? Jetzt fangen Sie schon wieder mit dem Kabel an. Woher haben Sie das Kabel? Antworten Sie. Was wollen Sie von mir? Ich habe nichts verbrochen, ich habe den Wachtmeister nicht umgebracht. Das Kabel, Gassel. Sie wollen mich wohl fertig machen mit dem Kabel, was? Mich weich kriegen. Reden Sie keinen Unsinn, antworten Sie. Na schön, die Antwort können Sie haben. Wenn Sie so überzeugt sind, dass ich das Kabel gestohlen habe, dann beweisen Sie mir das. Dazu ist doch die Polizei da, oder? So, und jetzt kriegen Sie aus mir kein Wort mehr heraus. Bei mir ist jetzt Endstation. Ja, Gassel. Da haben Sie noch mal Glück gehabt. Das heißt, ich kann gehen? Langsam, Gassel, nicht so schnell. Eine kleine Formalität. Ihr Personalausweis bleibt bei uns, wenn Sie einverstanden sind. Und Sie melden sich täglich auf Ihrem zuständigen Polizeirevier. Bis auf Weiteres. Ist gewetzt. Kann ich mir jetzt empfehlen. Ich freue mich nämlich schon auf die frische Luft. Nun machen Sie mal einen Punkt. Werden Sie nicht unverschämt. Das haben wir gar nicht gerne hier. Eins zu null für ihn. Schade, dass wir ihn laufen lassen müssen. Dem Burschen traue ich alles zu. Tja, ist leider zu mager, was wir haben. Nichts Stichhaltiges. So kann es gewesen sein, aber so muss es nicht gewesen sein. Darauf hätten wir nie einen Haftbefehl bekommen. So, da bin ich wieder. Na, was sagen Sie jetzt, Herr Halusek? Was soll ich denn sagen? Diese Knallköpfe da im Präsidium, die haben Sie schön blamiert. Die haben schon gedacht, die können Harry Gassel so einfach an die Kette legen. Die habe ich mir überrascht von der Leber geschafft. Haben Sie mal eine Zigarette für mich? Kursen. Kornweide da? Nee. Guten Tag, Herr Werwald. Herr Hoffmann. Na,
Habt ihr die Mordwaffe gefunden? Nein. Wir haben alles abgesucht, nichts. Naja, die Waffe ist in diesem Fall nicht mehr so wichtig. Wir kennen ja das Kaliber, aber das Kabel. Woher ist das Kabel? Wenn wir das wissen, wissen wir auch, ob Gassel der Mörder ist oder nicht. Verstandst du, was? Hast du schon gedacht, Harrelein kommt nicht mehr? Ist aber nicht so. Was willst du? Du mieser Vogel, mich bei der Polizei hinhängen, bloß weil ich verreisen wollte. Was habe ich gemacht? Mich verpfiffen. Wer, ich? Ja, du. Wer kann es denn sonst der Polizei gesteckt haben? Keine Ahnung, was fragst du mich? Oh, keine Ahnung. Na, kühl dich doch ab, Karl. Warum soll ich denn quatschen? Was hätte ich denn davon? Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ach, mit der Platte kommst du auf einmal. Nee, mein Lieber, bei mir nicht. Die heizt sich ein, dass du ins Schwitzen kommst, du Saukerl, du. Schluss jetzt, Harry, sonst werde ich ungemütlich. So, ich kann aber auch ungemütlich werden, sogar sehr. Kennt ihr mich, den Kerl, der den Wachtmeister umgelegt hat? Habt ihr mal erzählt, dass bei der Schrappmeier immer ein paar tausend Mark zu holen sind? Bist wohl nicht ganz intakt da oben. Oh ja, ich bin da oben sehr intakt. Das ist eine Rechnung, was? Die geht auf, du. Oh ja, die kann ich dir auch gleich quittieren. Ah! Warte, du mein Verfolg! Herr Hallecek, Herr Hallecek, kommen Sie raus, der Kornweid und der Gassel schlagen sich. Tja, das sind alle Betriebe, die dafür in Frage kommen. Ergebnis überall das gleiche, Kabel unbekannt. Der Bursche muss das Ding doch irgendwo her haben. Er kann sich doch nicht aus der Luft gezaubert haben. Tja, so kommen wir nicht weiter. Passen Sie mal auf, im Raum Augsburg-Nürnberg, aber erkundigen Sie sich vorher ganz genau. Gibt's noch ein paar Kabelwerke? Berwald? Hier Breuer Revier 10. Herr Oberamtmann, wir haben zwei Männer aus dem Männerübernachtungsheim in der Florianstraße herausgeholt wegen einer Schlägerei. Aber die beiden haben anscheinend irgendwas mit dem Fall Schrappmeier zu tun. Deshalb rufe ich Sie an. Gassel, was sagen Sie? Der will sich anscheinend bei uns beliebt machen. Gut, schicken Sie uns gleich die beiden hierher. Zimmer 320. Kriminalassistent Hoffmann erwartet Sie. In Ordnung. Fahren Sie mit den Herren ins Präsidium und melden Sie sich bei Kriminalassistenten Hoffmann. Zimmer 320, er erwartet Sie. Den kenne ich. Sie war nicht gemeint. Los. Also los. Bitte nicht anfassen. Ich habe mich mal umgehört, was der Gassel so macht. Er verkehrt in einer Espresso-Bar in der Bündner Straße. Er kennt anscheinend die Inhaberin. Sie glauben also doch, dass mit Gassel etwas nicht stimmt. Vielleicht hat er wirklich nichts mit dem Fall Schrappmeier zu tun, aber ich glaube, wir sollten uns trotzdem mal um ihn kümmern. Er weiß sicher eine Menge über seine Kollegen. Ja, solche Leute wie Gassel machen sich oft interessant. Ja? Die Herren sind da. Bitte. Herr Oberamtmann. Moment. Danke. Moment. Setzen Sie sich erstmal. Vielen Dank. Herr Oberamtmann, ich habe in Notwehr gehandelt. Gassel unterstellt mir einen Mord. Einen ganz gemeinen Mord. Da musste ich so handeln. Das war ich mir selbst schuldig. Aber mir möchte er ihn anhängen. Sind Sie ruhig, Gassel. Ich gebe zu, dass ich Gassels ehemaligen Arbeitsplatz genau kenne. Aber wie und warum? Das weiß Gassel besser als ich. Sag's doch schon. Ist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Oder soll ich dein Gedächtnis etwas auffrischen? Ein Feigling. Sehen Sie doch kein Theater ab. Also, was war los? Gassel wollte mich zu einem Einbruch überreden. Bei der Firma Schrappmeier. Da werden immer ein paar tausend Mark zu holen, sagt er. Aber da habe ich gepasst, da mache ich nicht mit. Na, Gassel? Na ja, das stimmt. Jetzt glauben Sie natürlich, dass ich es doch war, aber ich war es nicht. Mein Alibi stimmt. Und der da, der soll sich so angeben. Fragen Sie ihn doch mal, woher er den Fotoapparat gehabt hat. Eine automatische Kamera. Halt die Schnauze. Verzeihung, Herr Oberamtmann. Weiter, Gassel. Da hat er dringend Geld gebraucht, wissen Sie? Wegen dem Mädchen. Bei der muss er angeben. Der hat dann nämlich mal erzählt, dass er Industrievertreter ist. Das ist nicht wahr, Herr Oberamtmann. Was, das ist nicht wahr? Heiraten will er Sie, sich gesund stoßen. Der Ihr Vater hat mächtig Kies. Herr Oberamtmann, Gassel will mich hier nur mies machen. Er glaubt nämlich, dass ich der Polizei gesagt habe, dass er abhauen will. Und weil er mir den Mord nicht anhängen kann, kommt er jetzt damit. Und was war mit dem Fotoapparat? Gestohlen hat er den aus dem Auto. Ich kann Ihnen sogar sagen, von welchem Parkplatz. Das weiß ich ja nicht mal. Schon gut, Gassel. Lassen Sie mal was für Kornweidel übrig. Sie schnappen ihm ja alle Bonbons weg. Hoffmann, gehen Sie mit ihm raus. Wenn ich ihn brauche, rufe ich Sie. Kommen Sie, Gassel. Augenblick mal.
dass Sie aus München verschwinden wollten. Das wissen wir von Herrn Haduschek. Dem haben Sie das auch erzählt. Idiot. Na, Kornweitel, wie viele Autos gehen denn auf Ihr Konto? Das war das erste Mal. Das erste Mal? Jawohl. Ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Herr Oberamtmann, bitte geben Sie mir eine Chance. Ich möchte wieder ein sauberes Leben beginnen. Ich möchte endlich einen Strich unter mein bisheriges Leben ziehen. Aber ich habe eine Bitte. Fräulein Reiter, meine Braut, darf nichts davon erfahren. Dann wäre alles aus. Ich liebe nämlich Fräulein Reiter. Ja, ich liebe sie wirklich, das können Sie mir glauben. Kornweitel, wo waren Sie am 2. Dezember zwischen 10 und 11 Uhr nachts? Können Sie sich erinnern? Es wäre gut, wenn Sie das wüssten. Da war ich im Übernachtungsheim im Hochbunker. Sind Sie ganz sicher? Ja. Ich wohne ja da. Herr Haluschek muss das bezeugen können. Ja. Ja, doch, stimmt genau. Kornweitel kam an diesem Abend um 9 ins Heim. Wieso wissen Sie so genau, dass es 9 Uhr war? Weil ich gerade die Tür abschloss. Wir schließen ja jeden Abend um 9. Kornweitel kam noch um die Ecke und rief, Herr Haluschek, warten Sie. Danke. Ich weiß nicht. Dieser Kornweitel gefällt mir nicht. Bei dem stimmt irgendwas nicht. Bei Gassel passe ich allmählich, aber dieser Kornweitel, das ist ein ausgekochter, eiskalter Junge. Diesen Krampf, den der da vorhin gemacht hat mit seinem reuigen Sünder, mir sind vor Rührung beinahe die Tränen gekommen. Tja, mir gefällt er auch nicht. Die Sorte Männer kenne ich. Aber das Alibi, Sturmberg. Sein Alibi. Ich weiß, das ist bombensicher, trotzdem. Bei dem ist irgendwas faul, davon bin ich fast überzeugt. Herr Bärwald, den Jungen würde ich gern übernehmen. Geht das? Natürlich, übernehmen Sie Kornweitel. Vielleicht haben Sie recht. Aber Augsburg und Nürnberg? Das kann ein anderer machen. So, Herr Stübner, Sie bekommen Gesellschaft. Gestatten? Stübner? Alfons Stübner? Angenehm. Und warum konnte das nicht festgestellt werden? Moment mal. Wir haben in unserer Kartei keinen Kornweitel. Dann schreiben Sie mal gleich an das Landgericht Düren. Das ist sein Geburtsort. Vielleicht haben die was. Gut. So, ich bin wieder da. Was kann ich denn da kriegen? Du kennst dich doch aus, hast du gesagt. Bist du vorbestraft? Nein. Willst du? Ja. Ja, dann kriegst du bestimmt Bewährung, wenn du nicht vorbestraft bist. Aber das bist du ja nicht. Natürlich bin ich nicht vorbestraft, Idiot. Das möchte ich überhört haben. Idiot. Das möchte ich mir von Ihnen doch sehr verbieten. Sehr. Schmeckt's nicht mehr? Hast du dich geärgert? Sie? Sie können mich gar nicht ärgern. Dann würde ich doch ruhig weiter meine Mahlzeit einnehmen. Mir schmeckt's besser in Gesellschaft, Herr Doktor. Ist aber sehr unhöflich. Ich habe noch nicht aufgegessen. Verbitte mir Ihre Bemerkungen. Merken Sie sich das gefälligst. Sie sind hier nicht allein. Gerade deswegen sollten wir uns vertragen. Entschuldigen Sie sich vorher. Gerade hier sollte man die einfachsten Gebote der Höflichkeit beachten. Wenn man die entsprechende Kinderstube hat. Sehr gut gesagt. Vertragen wir uns wieder. Sie beraten mich und ich kenne jede Menge Witze, dann wird es uns hier nicht langweilig. Also. Entschuldigen Sie bitte, Herr Stübner. Schon gut, schon gut. Kannst ruhig du zu mir sagen. Ist ja so üblich. Ich heiße Alfons. Heinz. Also, was für Fragen hast du? Wann komme ich hier raus? Entschuldige, dass ich dich so ausquetsche, aber es ist sehr wichtig für mich. Vielleicht schon morgen. Ist eine glatte Sache bei dir. Sie sind ja froh, ganz einer loswerden. Chronischer Bettenmangel. Wie lange dauert es bis zur Verhandlung? Ich will nämlich heiraten.
2-3 Monate. Die sind doch mit Terminen überlastet. Aber wenn du Glück hast, kommst du gerade in die Gerichtsferien hinein. Du kennst dich wirklich gut aus. Ja, damit beschäftige ich mich des Öfteren. Schlägt das in deinem Beruf? Nein, nicht direkt. War früher selbstständig. Und jetzt? Jetzt? Ich privatisiere. Wovon lebst du denn? Verkaufe Antiquitäten, hauptsächlich an amerikanische Soldaten. Die zahlen gut. Ja, aber warum bist du dann hier? Ja, warum, warum? Bin ein paar Gaunern in die Hände gefallen. Ich habe eine Madonna gekauft, die aus einer Dorfkirche war. Und das soll ich gewusst haben. Ich habe auch mal für die Amerikaner gearbeitet. Das ist schon lange her. In Erding, am Flughafen, stimmt? Wieso in Erding? Na, da habe ich meine besten Kunden. Und dich habe ich mal in der Kantine gesehen. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich habe für die Amis in Kaiserslautern gearbeitet. Erding kenne ich gar nicht. Also, du musst einen Doppelgänger haben. Aber ich merke mir jedes Gesicht. Gleich, wie du da reingekommen bist, habe ich mir gedacht, den kennst du doch. Hast du mich alle Taschen im Schrank? Ich kenne Erding überhaupt nicht. Bitte, aber auf mein Gedächtnis kann ich mir was einbilden. Kannst dir einbilden, was du willst. Aber jetzt endlich auf damit. Ist das denn so schlimm, dass ich dich in Erding gesehen habe? Ich weiß genau, wo ich gewesen bin. Und wenn du mir hier was einbilden willst, wenn du mich verrückt machen willst mit deinem dummen Gewächs, dann kannst du was erleben. Mein Herz. Komm. Was ist denn los mit dir? Sag nicht so an, was hast du denn? Sag was, komm, sag doch schon was. Ruft ein Wärter, mein Herz. Das geht gleich wieder vorbei. Trink mal einen Schluck Tee. Hier. Oh. Jetzt leg dich aufs Bett. Atme tief durch. Hab ich auch schon mal gehabt. Geht gleich wieder vorbei. Komm, mach doch keine Sachen. Ist halb so schlimm. Warum hast du mich so erschreckt? Ich bin nervös. Sitze hier, meine Braut hat keine Ahnung. Ist doch gut, oder? Sie macht sich Sorgen. Hey, die hätte sich größere Sorgen machen, wenn die wüsste. Ihre Eltern würden das nicht verstehen. Mein Vater ist wohl Beamter, oder? Mhm. Gott sei Dank nicht. Landesprodukte Reiter und Co. Aha. Dann heißt sie Reiter. Nein, sie heißt ganz anders. Ihr Vater vertritt die Firma nur in Mittelfranken, das wird ganz schön was sein. Naja, Reiter und Co. Landesprodukte sind ja bekannt. Die beliefern zum Beispiel den ganzen Landkreis Erding. Das weiß ich nicht so genau. Ja, Landwirtschaft. Immer gut. Die Bahn ist noch nie schlecht gegangen. Das kann man wohl sagen. Wann kommst du denn hier raus? Wird nicht mehr lange dauern. 2-3 Tage noch, dann ist das alles überstanden. Dann werden die sich hier bei mir entschuldigen müssen, der Herr Bärwald und Co. Naja, der Bärwald ist ja ganz vernünftig. Der hat seine Erfahrungen, dem kann man nichts vormachen. Aber die anderen, der Nachwuchs, Herr Stolberg und Genossen, die sind unangenehm. Aber ich habe ja nur mit Bärwald zu tun. Und ich muss sagen, wir haben miteinander einen sehr guten Kontakt. Sehr guten. So? Ja, mit dem Bärwald möchte ich mich direkt einmal treffen. Ganz privat. Ist ein sehr gebildeter Mensch. Aha. Ja. Findet man selten. Nicht nur bei der Polizei. So. Ja. So ist das. Da trifft man mal einen Menschen, dann ist er ausgerechnet bei der Polizei. Was ist denn das? 9 Uhr. Die schalten immer so früh aus. Dann wirst du dich gewöhnen müssen. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank, Frau Reiter, dass Sie sich die Mühe gemacht haben und gleich hierher gekommen sind. Es handelt sich nur um ein paar Routinefragen, weiter nichts. Sie kennen doch einen Herrn Kornweitel. Ich meine, Sie sind doch mit ihm bekannt. Ja, was ist mit Heinz? Mit Herrn Kornweitel? Herr Kornweitel ist in einen Autounfall verwickelt. Ist ihm was passiert? Nein, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Na, Gott sei Dank. Aber er hat einen Totalschaden verursacht bei dem anderen Wagen. Und in diesem Zusammenhang muss ich Ihnen leider ein paar Fragen stellen. Ja, bitte. Seit wann kennen Sie Herrn Kornweitel? Seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Wir haben uns in Erding kennengelernt, bei einer Tanzerei im Goldenen Hahn. Aber was hat das mit dem Unfall zu tun? Er hat diesen Unfall verschuldet und was die Sache erschwert mit einem fremden Wagen. Er muss also mit einer Anklage rechnen. Und da lassen sich solche Fragen leider nicht umgehen. Hatte er getrunken? Ja. Als Sie ihn kennenlernten, war er da in Erding beschäftigt? Nein, er hatte in Erding geschäftlich zu tun. Wird er schwer bestraft? Eine Geldstrafe oder? Ich bin nicht das Gericht.
Und Sie haben sich dann öfter getroffen? Bei Ihnen in Ottenhofen? Nein, in Erding. Er kam jeden Sonnabend heraus von München. Aber Sie sagen mir doch nicht die Wahrheit. Sie verheimlichen mir doch etwas. Fräulein Ratter, wenn Sie Herrn Kornweitel wiedersehen, bitte sagen Sie ihm nichts von diesem Gespräch. Wir haben unsere Gründe dafür. Ich werde es aber tun, wenn Sie mir nicht sagen, was mit ihm wirklich los ist. Herr Kornweitel hat aus seinem Auto einen Fotoapparat gestohlen. Und was ist mit den Notausgängen? Diese Bunker hatten doch immer zwei Notausgänge. Die sind längst zugemauert. Nee. Nach 9 kommt da keiner mehr raus. Erst morgens wieder ab 5. So. Dann zeigen Sie mir mal den Schlafraum von den beiden. Ja, bitte sehr. Du, Rolf, schau dir mal das Fenster an. Glaubst du, dass da einer durchkommt? Warum nicht, wenn man so schlank ist wie der Kornweifel? Probier's mal. Also dann. Na, geht's? Ja, es geht. Da kämst sogar du durch. Na. Könntest du da jetzt runter? Ja, unerwartet. Und kämst auch allein wieder zurück? Ganz bequem. Was ist denn unter dem Fenster? Ein Schutthaufen. Wenn einer da auf dem Schutthaufen steht, kann er sich an der Kante hochziehen. Und schon ist er drin. Und wenn da einer durchkriegt, wird er bestimmt nicht gesehen. Ab 6 ist es stockdunkel. Das ist ein duftes Alibi. Das kann man wohl sagen. Ich glaube, jetzt wissen wir mehr. Herr Gassel. Ja. Ach, das ganze Polizeipräsidium. Freut mich, dass Sie arbeiten. Ja, ich bin hier Arbeitssklave, aber nur zur Aushilfe. Melde mich täglich bei der Polizei. Die freuen sich schon immer, wenn ich komme. Stimmt was nicht? Nein. Sie sollen mir nur einen Wagen waschen. Herr Oberinspektor, wegen dem Wagenwaschen kommen Sie doch nicht alleine. Das können Sie mir nicht erzählen. Na, Herr Gassel, ich habe eine Frage an Sie. Na also. Hat Kornweidel gewusst, dass Sie an dem Abend ins Kino gingen? Ach, ziehen Sie dem endlich die Zähne. Es wird aber auch Zeit. Na klar, ich habe ihn noch gefragt, ob er nicht mitkommen will. Es war ein Western. Hat aber nicht gezogen. Aha. Was sagen Sie, Gassel? Kornweidel hat doch auch hier gearbeitet, ne? Ja, aber vielleicht nur 14 Tage. Dann hat er gesagt, die Scheißarbeit macht er nicht. Noch was? Nein, ist schon gut. Holen jetzt den Wagen rein. Der Film hat Überlänge gehabt. Hat fast 3 Stunden gedauert. Er konnte also leicht vor Gassel wieder im Bunker sein. Vielleicht noch das Kabel. Tja, das Kabel. Jetzt kann ich Ihnen auch eine Neuigkeit sagen. Das Kabel wird in Deutschland nicht hergestellt. Hambacher hat angerufen. Ja, die Isolierung kennt man bei uns gar nicht. Verdammter Mist. Was nun? Das Kabel ins Landeskriminalamt geschickt. Die sollen sich jetzt den Kopf zerbrechen. Uns bleibt im Augenblick nichts anderes übrig, als abwarten und Tee trinken. Übrigens, ich habe auch was für Sie. Das Landgericht Düren teilt uns mit, dass Kornweidel dorthin länglich bekannt ist. Es ist schon 2-mal gegen ihn ermittelt worden, wegen Betrug. Aber die alte Geschichte. Zu einer Verurteilung hat es nicht gereicht. Was heißt das? Ich kann hier nicht mehr wohnen. Wo soll ich denn schlafen? Das ist Ihre Sache. Ihr Bett ist belegt. Wir haben eine starke Nachfrage. Ich weiß schon. Weil die mich 3 Tage da behalten haben. Und Gassel? Herr Gassel arbeitet jetzt. Na, wer sagt Ihnen, dass ich nicht arbeiten werde? Herr Kornweitel, nehmen Sie Ihren Koffer und verschwinden Sie. Wir sind belegt.
Lagerhaus Reiter? Johanna? Ja, hier ist Heinz. Kannst du sprechen? Heinz? Entschuldige, dass ich nicht früher angerufen habe. Ich war 3 Tage verreist und bin heute erst zurückgekommen. Du, Hanna, stell dir vor, was mir passiert ist. Unterwegs haben sie mir die Brieftasche gestohlen mit 700 Mark und einem Papier. Ich habe nur noch ein paar Mark in der Tasche. Hanna, ich habe eine große Bitte. Kannst du mir 500 Mark pumpen? Nur für kurze Zeit. Ich kann sie holen. Hanna. Hanna, hörst du mich noch? Hanna! Hanna! Ja, ich komme jetzt. In 20 Minuten bin ich zu Hause. Stolberg setzt mich ab. Bis gleich, also. Tschüss. Meine Frau hält nichts von Überstunden. Sie versteht nicht, wieso ich es hier so lange aushalte. Das versteht sie nicht? Das verstehe ich nicht. Ich gehe morgen in die Bündnerstraße, in die Espresso-Bar. Gassel verkehrt da und dieser Kornweiter. Ich will mich mal mit der Wirtin unterhalten. Vielleicht kriege ich sie dazu, dass sie uns verständigt. Falls wir die beiden Herren doch noch suchen sollten. Wenn die Dame nicht mit ihnen unter einer Decke steckt. Ich muss dich drängend sprechen. Vater ist da, Heinz. Das ist nicht wahr, Hanna. Heute ist Donnerstag, da hat er Gemeinderatssitzung. Donnerstags haben wir uns immer getroffen. Was ist denn los mit dir? Ist was zwischen uns? Komm, sag schon. Die Polizei. Was ist mit der Polizei? Ich musste nach München, deinetwegen. Das habe ich mir doch gedacht. Die Schweinebande. Lagerhaus Reiter? Nein, mein Vater ist leider nicht da. Aber rufen Sie doch die Wohnung an. Vielleicht ist meine Mutter zu Hause. Ja, sie weiß Bescheid. Bitte. Hanna, wir wollen es kurz machen. Ich brauche die 500 Mark. Ich habe keine 500 Mark. Du nicht. Aber... Halt, stehen bleiben! Was ist denn? Es ist nichts, Anni. Das werden Sie so schnell nicht begreifen können, Stolberg. Ich weiß das. Bringen Sie jetzt seine Braut nach Hause. Herr Oberamtmann, ich habe die Überfallene ins Schwabinger Krankenhaus bringen lassen. Gut. Haben Sie das Kabel sichergestellt? Ja. Im Büro steht der Geldschrank. Wenn er also ins Büro wollte, musste er durch den hell erleuchteten Verkaufsraum. Er musste damit rechnen, dass er von der Straße aus gesehen werden konnte. Und deshalb hat er sämtliche Sicherungen in der Werkstatt gelockert. Na, der Kerl hat sich dort verdammt gut ausgekannt. Vor allem hat er gewusst, dass Frau Schrabmeier jeden Abend noch im Büro arbeitet. Und dass sie die Geldschrankschlüssel bei sich hat. Ich verstehe nicht, dass eine Geschäftsfrau immer ein paar tausend Mark im Laden hat. So viel ich gehört habe, war das bei ihrem verstorbenen Mann schon so. Hier, Hoffmann. Ja, Augenblick bitte. Für Sie, Herr Bärwald, das Krankenhaus. Ja. Ja, Bärwald. Guten Abend, Herr Doktor. Na, wie geht's, Frau Schrabmeier? Ja,
Gut. Danke. Der Arzt glaubt, dass wir morgen ein paar Fragen an Sie richten können. Die Frau hat Glück gehabt. Großes Glück. Wenn der Kerl sie in der Dunkelheit nicht verfehlt hätte, wäre es zu spät gewesen. Und darum konnte sie auch um Hilfe rufen. Und er hat's gehört. Ja, er hat's gehört. Entschuldigen Sie. Hoffmann, bringen Sie das Kabel ins Labor. Das ist gleich die erste Arbeit morgen früh. Die sollen es untersuchen. Na, hat's geklappt? Hast du Verkauf? Noch nicht. Knochen ist was, oder? War Jorit schon da? Er hat angerufen, er kommt morgen. Ah. Warum? Er will kaufen, ganz bestimmt, hat er gesagt. Er lässt dich grüßen. Ah, 300 muss er schon zahlen. Der Apparat ist was wert, er fasst nur. Das habe ich ihm auch gesagt. Da. Kannst du mir was leihen? Vielleicht ein 100er? Wenn Jorit zahlt, kriegst du es zurück. Das wird nicht reichen. Wieso? Ich schulde dir genau 270. Leider 370. Ach, dann gib mir noch 50, sind es 420. Mehr habe ich nicht. Schade. Ich wollte mir Schuhe kaufen. Winterschuhe. Dann kriegst du noch 20 von mir dazu. Die schenke ich dir. Bei Schuhen soll man nicht sparen. Du bist eben... Sag bloß nicht wie eine Mutter. Mütter sind anders. Ganz anders. Schön, dich wiederzusehen. Du, ich habe mich so auf dich gefreut. Wie lange bleibst du denn? Also zuerst muss ich ins Warenhaus. Meine Mutter hat morgen Geburtstag und ich weiß noch gar nicht, was ich ihr schenken soll. Und dann? Ja, ich muss mit dem 3-Uhr-Zug wieder zurück. Weißt du, mit dem 3-Uhr-Zug schon? Dann bleiben uns ja noch ein paar Stunden. Dann sind wir bestimmt 11 im Warenhaus, das kenne ich doch. Aber es geht nicht anders. Du hast dir bestimmt deinem Vater versprechen müssen. Auch, dass wir uns nicht treffen. Na, ich bin schon im Bilde. Dann bin ich ja doch nur ein Rumtreiber, der hinter deinem Geld her ist. Aber red doch nicht. Du weißt doch, wie ich zu dir stehe. Das ist doch die Hauptsache. Na, manchmal habe ich wirklich genug. Manchmal habe ich wirklich satt. Was bildet sich eigentlich dein Vater ein? Heinz. Ist doch wahr. Wie komme ich mir denn vor? Heinz, in 2 Monaten bin ich 21 und dann heiraten wir. Wenn ich deinen Vater rausschmeißt? Das tut er nicht. Bestimmt nicht. Bist du ganz sicher? Ja, dazu hängt er viel zu sehr an mir. Und dann ist ja meine Mutter noch da. Die mag dich. Die hält zu uns. Das weißt du doch. Ich habe keinen Bruder. Wer soll das Geschäft einmal übernehmen? Er braucht jemanden. Ach, darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Eingearbeitet wäre ich schon in 3 Monaten. Ich habe mir alles genau überlegt. So einen Betrieb würde ich aus eurem Laden machen. Davon bin ich überzeugt. Als erstes würde ich in der Stadt ein Verkaufsbüro einrichten. Landesprodukte, en gros, Reiter und Co. Ja, 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 glaube mir. Nur in der Stadt kannst du Umsätze machen. Hier machst du Kasse, nicht da draußen bei euch auf dem Land. Du passt ja gar nicht auf. Ich habe dir doch von der Wohnung geschrieben, die ich gemietet habe, ja, in einem Neubau. 10.000 Mark Vorauszahlung. Ja, die habe ich hinblättern müssen. Nur weil dein Vater immer sagt, ich sei ein Rumtreiber. Ach, lass ihn doch jetzt. In der Wohnung könnten wir uns das Büro einrichten. Hm? Hier. Ja.
Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute sehen Sie die Geschichte dieses Kabels. Ist Erwin König drin? Ja, ist gerade vom Dienst gekommen. Ja? Grüß dich. Servus. Schularbeiten? Schlimmer. Wen schreibst du denn? An den Personalrat wegen der Wohnung. Die Stadt baut in Rammersdorf eine Wohnanlage am Zubringer. Da sollen noch einige Dreizimmerwohnungen frei sein. Ja, ja, ich weiß. Von uns ziehen auch zwei dahin. Ich hab's leider erst gestern erfahren. Wann heiratet ihr denn nun? Steht das endlich fest? Ostern. Habt ihr schon alles? Ja, Anni kriegt von ihren Eltern Küche und Schlafzimmer. Also kochen könnt ihr? Ja. Lies das mal durch, ob es so geht. Das ist mein erstes Gesuch an den Personalrat. Findest du das richtig? Ja, das geht, genau. Mehr würde ich gar nicht schreiben. Wann sehen wir uns denn mal? Ende nächster Woche gehen wir auf Urlaub. Mit dem neuen Wagen? Mit dem neuen Wagen. Wir fahren erst Ostern mit dem Wagen von Annis Vater. Nach Frankreich. Sag mal, warst du schon mal in Frankreich? Ja, in Straßburg vor 2 Jahren. War sehr schön. Was macht ihr denn heute Abend? Wir gehen in die Petroleumlampe zum Tanzen. Anni hat das richtig gelernt mit Tanzkursus und so. Viel Vergnügen. Danke. Sehen wir uns morgen Abend? Ja, morgen ist gut. Ich hol dich im Präsidium ab. Ja, sagen wir 6:30. Ja? Hier kommst du mit, ich dringlich bei Anni vorbei. Prima. Ich muss vorher noch am Revier was abholen. Ich habe heute Nachtdienst. Bist du mit dem Dienstwagen da oder mit deinem eigenen? Na ja, mit dem eigenen natürlich. Wie läuft denn der? Na, wirst du gleich sehen. Was ist denn mit dem Brief? Das hat bis morgen Zeit. So schnell arbeitet der Personalrat nicht.
Sag, Anni, musst du dir jetzt unbedingt Möbel ansehen? Aber Erwin, vielleicht kriegen wir bald eine Wohnung. Da kann man sich vorher gar nicht genug Schaufenster ansehen. In den Eisschrank reingeht. Guck doch mal. Anni, wenn du so weitermachst, kommen wir zur Sperrstunde in die Petroleumlampe. Gleich. Da und die Küchenmaschine. Na, endlich geht's Licht aus. Komm. Hilfe! Hilfe! Was war das? Da hat doch eine Frau geschrien. Ja, das kam aus dem Fenster da. Da muss was passiert sein. Pass auf, dass du nicht stolperst. Sonst landest du gleich eine Etage tiefer. So. Hier rechts. Das ist die Wohnung. Hier ist die Diele. Und das ist die Küche. Und jetzt zeige ich dir das Bad. So. Es wird schwarz gekachelt. Aber wenn du eine andere Farbe lieber willst. Was meinst du? Schwarz ist modern. Na, also dann schwarz. Also dann schwarz. Hier mit den breiten Fenstern ist das Schlafzimmer. Und hier das Kinderzimmer. Jetzt zeige ich dir unser Wohnzimmer. Großen Balkon. Südseite. Ach, du, hier wird's mir gefallen. Das habe ich gleich gewusst. Gehst du nach Hause zum Essen? Nein. In Kantine? Nein, ich mache vielleicht einen Spaziergang. Ist doch gesünder, man sollte mehr spazieren gehen. Früher bei den Fußstreifen, da gab es viel weniger Krankmeldungen. Schauen Sie sich das mal an, meine Herren. Diese Fasern haben Sie am Kabel entdeckt. Nehmen Sie mal die Lupe. Sieht aus wie Wollfasern. Ja, der Täter könnte Wollhandschuhe getragen haben. Aber der Kerl hat doch Material hier gestohlen, haben Sie gesagt. Aber kein solches Kabel, das wird bei uns nicht verwendet. Schmidt, haben Sie schon mal so eine Isolierung gesehen? Nee, es muss ein Spezialkabel sein. Sie, sagen Sie mal, wir hatten der Gassel mit Vornamen geheißen. Können Sie sich erinnern? Ja, Harry. Ah, stimmt ja. Harry Gassel. Vielen Dank, Herr Lang. Bitte schön. Herr Gassel, Sie wissen genau, dass wir um 9 Uhr machen. Wir sind hier kein Hotel, wo jeder kommen kann, wann er will. Gestern war es auch so spät. Aber Herr Halusek, wo ich hier schon Stammgast bin, können Sie doch ein Auge zudrücken. Stammgast? Hier muss sich jeder an die Hausordnung halten, da gibt es keine Extrawurst. Wenn Sie noch mal zu spät kommen, können Sie gleich an die Isar runterschlafen gehen. Na ja, schon gut. Nacht. Nacht. Die Kriminalpolizei. War noch bei Emmy. Hab da einen Dummen gefunden, den hab ich noch rasch aufs Kreuz gelegt. Mit 30 Mark beim Knobeln. Ach, das hat mir richtig wohl getan. Hat sie was wegen des Fotoapparats gesagt? Nee. Und was gibt's bei dir Neues? Kann man dir schon zur Hochzeit gratulieren? In 2-3 Monaten wird es soweit sein. Ich hab Hanna meine Neubauwohnung gezeigt. Was hast du ihr gezeigt? Meine Neubauwohnung. Ich muss doch endlich wieder was für meinen guten Ruf tun. Mensch, wie hast du denn das wieder gemacht? Das war ganz einfach.
Am Rüdigerplatz bauen sie einen ganzen Block mit Schwimmbassin auf dem Dach und so. Da bin ich zum Bauführer gegangen und habe ihm erzählt, dass ich in dem Block eine Wohnung gemietet habe. Und dass ich sie gern meiner zukünftigen Frau zeigen möchte. Das war alles. Du hast schon eine Chuzpe, Heinz. Und was ist, wenn eines Tages der ganze Schwindel auffliegt? Dann hast du aber schöne Flitterwochen. Keine Sorge, das Mädchen habe ich im Griff. Im Augenblick ist es viel wichtiger, dass ich hier rauskomme aus dem Stall. Brauche endlich ein vernünftiges Zimmer. Ich muss immer die Pension ziehen, wenn Hanna kommt. Kostet mich jedes Mal 16 Mark. Tja, in die Goldpuppe musst du schon was investieren. Dazu brauche ich Treibstoff. Aber ich bin pleite, Harry. Restlos pleite. Was sagst du da gerade so, als wenn ich jemanden melken sollte? Genauso meine ich. Tja, du machst mir Spaß. Ich möchte auch hier raus, genau wie du. Ich möchte überhaupt hier weg. Das kann ich verstehen. Nach dem Pech, was du gestern Nacht gehabt hast. Wie meinst du das? Gestern Nacht hat jemand versucht, eine Frau Schrappmeier umzubringen. Mit einem Kabel. Bei der hast du doch mal gearbeitet. Ach so, meinst du das? Ja, genau so. Halt deine verdammte Schnauze, mit der Sache habe ich nichts zu tun. Merkt ihr das? Natürlich hast du nichts damit zu tun. Du kannst ja keine Fliege, was du leidest. Nur ein Wort und ich ramm dir ein, dass du dich einsagen lassen kannst. Lass den Dampfer, Paris, ist ja schon gut. Guten Abend, Kriminalpolizei. Herr Kassel? Was wollen Sie denn von mir? Meine Papiere sind in Ordnung, da fehlt nichts. Herr Kassel, ich muss Sie zu einer Vernehmung aus Polizeipräsidium holen. Was? Mitten in der Nacht? Weshalb denn? Wir ziehen sich an und machen sich keine Schwierigkeiten, sonst kriegen Sie Ärger. Spinner. Was wird wegen der Schrappmeier sagen? Schnauze! Guten Herr Gassel. Bitte, nehmen Sie Platz. Herr Kommissar, damit wir uns gleich richtig verstehen. Den Kommissar können Sie sich schenken. Ich bin keiner. Setzen Sie sich. Na schön. Also, damit wir uns gleich richtig verstehen. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Bin vorbestraft, weiß ich. Wegen Zechprellerei, Diebstahl, okay, aber... Und wegen schwerer Körperverletzung. Schön, habe ich vergessen. Aber wenn die Polizei deshalb glaubt, dass ich den Wachtmeister umgelegt habe, dann hat sie sich den Falschen ausgesucht. Wir glauben gar nichts, Gassel. Wir halten uns an Tatsachen. Aber es gibt leider ein paar Dinge, die gegen Sie sprechen. Also Sie meinen, weil ich mal bei der Schrappmeier gearbeitet habe und weil ich mir da mal ein paar Sachen unter den Arm geklemmt habe? Nee, ich habe ein Alibi, ein erstklassiges Alibi. Da ist nichts dran aufpoliert. So, wo waren Sie denn zur Tatzeit? Im Kino. Im Kino? Jawohl, im Kino, wenn Sie nichts dagegen haben. Im Delphi-Palast in der letzten Vorstellung. Warten Sie, vielleicht habe ich die Kinokarte noch bei mir. Ganz zufällig, was? Die Bemerkung können Sie sich ersparen. Ich war nämlich mit dieser Jacke im Kino, ganz zufällig. Ich habe nämlich nur die eine. Hier, da ist sie. Steht das genaue Datum drauf. 2. Dezember 1966, letzte Vorstellung. Was sagen Sie jetzt? Gassel, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie uns hier eine Kinokarte auf den Tisch legen und dann gute Nacht sagen können. So einfach ist das nicht. Dieses Alibi müssen wir erst nachprüfen. Das sollten Sie eigentlich wissen. Na klar weiß ich das. Das können Sie auch. Aber heute nicht mehr. Morgen ist Sonntag. Was? Soll das vielleicht heißen, dass ich übers Sonntag im Bau bleiben muss? Dieses Wochenende kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Herr, wissen Sie, was das ist? Das ist Freiheitsberaubung, glatte Freiheitsberaubung. Dafür kann ich der Polizei einen Prozess aufjubeln. Das wissen Sie hoffentlich. Beruhigen Sie sich, das wissen wir. Aber wir haben einen zwingenden Grund, weshalb wir Sie hier behalten. Auf den Grund bin ich aber neugierig. Gassel, Sie wollten doch aus München verschwinden. Reisende Leute soll man im Allgemeinen nicht aufhalten, aber in Ihrem Fall... Was in meinem Fall? Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Bringen Sie ihn rüber. Kommen Sie. Eine Frage. Mich hat da einer hingehängt. Angenommen, Gassel, Sie wären im Kino gewesen. Bleibt immer noch die Frage offen, waren Sie die ganze Zeit über im Kino? Während der ganzen Vorstellung. Haben Sie dafür einen Zeugen? Der Delphi-Palast ist groß, da fällt es nicht auf, wenn jemand rausgeht. Gassel, woher haben Sie das Kabel? Jetzt fangen Sie schon wieder mit dem Kabel an. Woher haben Sie das Kabel? Antworten Sie. Was wollen Sie von mir? Ich habe nichts verbrochen, ich habe den Wachtmeister nicht umgebracht. Das Kabel, Gassel. Sie wollen mich wohl fertig machen mit dem Kabel, was? Mich weichkriegen. Reden Sie keinen Unsinn, antworten Sie. Na schön, die Antwort können Sie haben. Wenn Sie so überzeugt sind, dass ich das Kabel gestohlen habe, dann beweisen Sie mir das. Dazu ist doch die Polizei da, oder?
So, und jetzt kriegen Sie aus mir kein Wort mehr heraus. Bei mir ist jetzt Endstation. Ja, Gössl. Da haben Sie noch mal Glück gehabt. Das heißt, ich kann gehen? Langsam, Gössl, nicht so schnell. Eine kleine Formalität. Ihr Personalausweis bleibt bei uns, wenn Sie einverstanden sind. Und Sie melden sich täglich auf Ihrem zuständigen Polizeirevier. Bis auf Weiteres. Ist geretzt. Kann ich mir jetzt empfehlen. Ich freue mich nämlich schon auf die frische Luft. Nun machen Sie mal einen Punkt. Werden Sie nicht unverschämt. Das haben wir gar nicht gerne hier. Eins zu null für ihn. Schade, dass wir ihn laufen lassen müssen. Dem Burschen traue ich alles zu. Tja, ist leider zu mager, was wir haben. Nichts Stichhaltiges. So kann es gewesen sein, aber so muss es nicht gewesen sein. Darauf hätten wir nie einen Haftbefehl bekommen. So, da bin ich wieder. Na, was sagen Sie jetzt, Herr Halusek? Was soll ich denn sagen? Diese Knallköpfe da im Präsidium, die haben Sie schön blamiert. Die haben schon gedacht, die können Harry Gassel so einfach an die Kette legen. Die habe ich mir überrascht von der Leber geschafft. Haben Sie mal eine Zigarette für mich? Kosten. Kornweide da? Nee. Guten Tag, Herr Werwald. Herr Hoffmann. Na? Habt ihr die Mordwaffe gefunden? Nein. Wir haben alles abgesucht, nichts. Naja, die Waffe ist in diesem Fall nicht mehr so wichtig. Wir kennen ja das Kaliber, aber das Kabel. Woher ist das Kabel? Wenn wir das wissen, wissen wir auch, ob Gassel der Mörder ist oder nicht. Verstandst du, was? Hast du schon gedacht, Harry, nein, kommt nicht mehr. Ist aber nicht so. Was willst du? Du mieser Vogel, mich bei der Polizei hinhängen, bloß weil ich verreisen wollte. Was habe ich gemacht? Mich verpfiffen. Wer, ich? Ja, du. Wer kann es denn sonst der Polizei gesteckt haben? Keine Ahnung, was fragst du mich? Oh, keine Ahnung. Na, kühl dich doch ab, Karl. Warum soll ich denn quatschen? Was hätte ich denn davon? Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ach, mit der Platte kommst du auf einmal. Nee, mein Lieber, bei mir nicht. Dir heizt sich ein, dass du ins Schwitzen kommst, du Saukerl, du. Schluss jetzt, Harry, sonst werde ich ungemütlich. So, ich kann aber auch ungemütlich werden, sogar sehr. Ich kenne nämlich den Kerl, der den Wachtmeister umgelegt hat. Hab dir mal erzählt, dass bei der Schrappmeier immer ein paar tausend Mark zu holen sind. Bist wohl nicht ganz intakt da oben. Oh ja, ich bin da oben sehr intakt. Das ist eine Rechnung, was? Die geht auf, du. Oh ja, die kann ich dir auch gleich quittieren. Ah! Warte, du mein Schwerpunkt! Herr Halusek, kommen Sie raus, der Kornweide und der Gassel schlafen sich. Tja, das sind alle Betriebe, die dafür in Frage kommen. Ergebnis überall das gleiche, Kabel unbekannt. Der Bursche muss das Ding doch irgendwo her haben. Er kann sich doch nicht aus der Luft gezaubert haben. Tja, so kommen wir nicht weiter. Passen Sie mal auf, im Raum Augsburg-Nürnberg, aber erkundigen Sie sich vorher ganz genau. Gibt es noch ein paar Kabelwerke? Berwald? Hier, Breuerrevier 10. Herr Oberamtmann, wir haben zwei Männer aus dem Männerübernachtungsheim in der Florianstraße herausgeholt wegen einer Schlägerei. Aber die beiden haben anscheinend irgendwas mit dem Fall Schrappmeier zu tun. Deshalb rufe ich Sie an. Gassel, was sagen Sie? Der will sich anscheinend bei uns beliebt machen. Gut, schicken Sie uns gleich die beiden hierher. Zimmer 320. Kriminalassistent Hoffmann erwartet Sie. In Ordnung. Fahren Sie mit den Herren ins Präsidium und melden Sie sich bei Kriminalassistenten Hoffmann. Zimmer 320, er erwartet Sie. Den kenne ich. Sie war nicht gemeint. Los.
Also los. Bitte nicht anfassen. Ich habe mich mal umgehört, was der Gassel so macht. Er verkehrt in einer Espresso-Bar in der Bündner Straße. Er kennt anscheinend die Inhaberin. Sie glauben also doch, dass mit Gassel etwas nicht stimmt? Vielleicht hat er wirklich nichts mit dem Fall Schrappmeier zu tun, aber ich glaube, wir sollten uns trotzdem mal um ihn kümmern. Er weiß sicher eine Menge über seine Kollegen. Oh, solche Leute wie Gassel machen sich oft interessant. Ja? Die Herren sind da. Bitte. Herr Oberamtmann. Moment. Danke. Moment. Setzen Sie sich erst mal. Vielen Dank. Herr Oberamtmann, ich habe in Notwehr gehandelt. Gassel unterstellt mir einen Mord. Einen ganz gemeinen Mord. Da musste ich so handeln. Das war ich mir selbst schuldig. Aber mir möchte er ihn anhängen. Sind Sie ruhig, Gassel. Ich gebe zu, dass ich Gassels ehemaligen Arbeitsplatz genau kenne. Aber wie und warum? Das weiß Gassel besser als ich. Sag's doch schon. Ist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Oder soll ich dein Gedächtnis etwas auffrischen? Das ist ein Feigling. Sehen Sie doch kein Theater ab. Also, was war los? Gassel wollte mich zu einem Einbruch überreden. Bei der Firma Schrappmeier. Da werden immer ein paar tausend Mark zu holen, sagt er. Aber da habe ich gepasst, da mache ich nicht mit. Na, Gassel? Na ja, das stimmt. Jetzt glauben Sie natürlich, dass ich doch war, aber ich war's nicht. Mein Alibi stimmt. Und der da, der soll sich so angeben. Fragen Sie ihn doch mal, woher er den Fotoapparat gehabt hat. Eine automatische Kamera. Halt die Schnauze. Verzeihung, Herr Oberamtmann. Weiter, Gassel. Da hat er dringend Geld gebraucht, wissen Sie? Wegen dem Mädchen. Bei der muss er angeben. Der hat dann nämlich mal erzählt, dass er Industrievertreter ist. Das ist nicht wahr, Herr Oberamtmann. Was, das ist nicht wahr? Heiraten will er Sie, sich gesund stoßen. Der Ihr Vater hat mächtig Kies. Herr Oberamtmann, Gassel will mich hier nur mies machen. Er glaubt nämlich, dass ich der Polizei gesagt habe, dass er abhauen will. Und weil er mir den Mord nicht anhängen kann, kommen wir jetzt damit. Und was war mit dem Fotoapparat? Gestohlen hat er den aus dem Auto. Ich kann Ihnen sogar sagen, von welchem Parkplatz. Das weiß ich ja nicht mal. Schon gut, Gassel. Lassen Sie mal was für Kornweitel übrig. Sie schnappen ihm ja alle Bonbons weg. Hoffmann, gehen Sie mit ihm raus. Wenn ich ihn brauche, rufe ich Sie. Kommen Sie, Gassel. Augenblick mal. Dass Sie aus München verschwinden wollten, das wissen wir von Herrn Haduschek. Dem haben Sie das auch erzählt. Idiot. Na, Kornweitel, wie viele Autos gehen denn auf Ihr Konto? Das war das erste Mal. Das erste Mal? Jawohl. Ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Herr Oberamtmann, bitte geben Sie mir eine Chance. Ich möchte wieder ein sauberes Leben beginnen. Ich möchte endlich einen Strich unter mein bisheriges Leben ziehen. Aber ich habe eine Bitte. Fräulein Reiter, meine Braut, darf nichts davon erfahren. Dann wäre alles aus. Ich liebe nämlich Fräulein Reiter. Ja, ich liebe sie wirklich, das können Sie mir glauben. Kornweitel, wo waren Sie am 2. Dezember zwischen 10 und 11 Uhr nachts? Können Sie sich erinnern? Es wäre gut, wenn Sie das wüssten. Da war ich im Übernachtungsheim im Hochbunker. Sind Sie ganz sicher? Ja. Ich wohne ja da. Herr Haluschek muss das bezeugen können. Ja. Ja, doch, stimmt genau. Kornweitel kam an diesem Abend um 9 ins Heim. Wieso wissen Sie so genau, dass es 9 Uhr war? Weil ich gerade die Tür abschloss. Wir schließen ja jeden Abend um 9. Kornweitel kam noch um die Ecke und rief, Herr Haluschek, warten Sie. Danke. Ich weiß nicht. Dieser Kornweitel gefällt mir nicht. Bei dem stimmt irgendwas nicht. Bei Gassel passe ich allmählich, aber dieser Kornweitel ist ein ausgekochter, eiskalter Junge. Diesen Krampf, den der da vorhin gemacht hat mit seinem reuigen Sünder, mir sind vor Rührung beinahe die Tränen gekommen. Tja, mir gefällt er auch nicht. Die Sorte Männer kenne ich. Aber das Alibi, Sturmberg. Sein Alibi. Ich weiß, das ist bombensicher, trotzdem. Bei dem ist irgendwas faul, davon bin ich fast überzeugt. Herr Bärwald, den Jungen würde ich gern übernehmen. Geht das? Natürlich, übernehmen Sie Kornweitel. Vielleicht haben Sie recht. Aber Augsburg und Nürnberg? Das kann ein anderer machen. So, Herr Stübner, Sie bekommen Gesellschaft. Gestatten? Stübner? Alfons Stübner? Angenehm? Und warum konnte das nicht festgestellt werden?
Moment mal. Wir haben in unserer Kartei keinen Kornweitel. Dann schreiben Sie mal gleich an das Landgericht Düren. Das ist sein Geburtsort. Vielleicht haben die was. Gut. So, ich bin wieder da. Was kann ich denn da kriegen? Du kennst dich doch aus, hast du gesagt. Bist du vorbestraft? Nein. Willst du? Ja. Ja, dann kriegst du bestimmt Bewährung, wenn du nicht vorbestraft bist. Aber das bist du ja nicht. Natürlich bin ich nicht vorbestraft. Idiot. Das möchte ich überhört haben. Idiot. Das möchte ich mir von Ihnen doch sehr verbieten. Sehr. Schmeckt's nicht mehr? Hast du dich geärgert? Sie? Sie können mich gar nicht ärgern. Dann würde ich doch ruhig weiter meine Mahlzeit einnehmen. Mir schmeckt's besser in Gesellschaft. Herr Doktor. Das ist aber sehr unhöflich. Ich habe noch nicht aufgegessen. Ich verbiete mir Ihre Bemerkungen. Merken Sie sich das gefälligst. Sie sind hier nicht allein. Gerade deswegen sollten wir uns vertragen. Entschuldigen Sie sich vorher. Gerade hier sollte man die einfachsten Gebote der Höflichkeit beachten. Wenn man die entsprechende Kinderstube hat. Sehr gut gesagt. Vertragen wir uns wieder. Sie beraten mich und ich kenne jede Menge Witze, dann wird es uns hier nicht langweilig. Also, entschuldigen Sie bitte, Herr Stiebner. Schon gut, schon gut. Kannst ruhig du zu mir sagen. Ist hier so üblich. Ich heiße Alfons. Heinz. Also, was für Fragen hast du? Wann komme ich hier raus? Entschuldige, dass ich dich so ausquetsche, aber es ist sehr wichtig für mich. Vielleicht schon morgen. Ist eine glatte Sache bei dir. Sie sind ja froh, ganz einer loswerden. Chronischer Bettenmangel. Wie lange dauert es bis zur Verhandlung? Ich will nämlich heiraten. 2-3 Monate. Sie sind doch mit Terminen überlastet. Aber wenn du Glück hast, kommst du gerade in die Gerichtsferien hinein. Du kennst dich wirklich gut aus. Ja, damit beschäftige ich mich des Öfteren. Schlägt das in deinem Beruf? Nein, nicht direkt. War früher selbstständig. Und jetzt? Jetzt? Ich privatisiere. Wovon lebst du denn? Verkaufe Antiquitäten, hauptsächlich an amerikanische Soldaten. Die zahlen gut. Ja, aber warum bist du dann hier? Ja, warum, warum? Ich bin ein paar Gaunern in die Hände gefallen. Ich habe eine Madonna gekauft, die aus einer Dorfkirche war. Und das soll ich gewusst haben. Ich habe auch mal für die Amerikaner gearbeitet. Das ist schon lange her. In Erding, am Flughafen, stimmt? Wieso so in Erding? Na, da habe ich meine besten Kunden. Und dich habe ich mal in der Kantine gesehen. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich habe für die Amis in Kaiserslautern gearbeitet. Erding kenne ich gar nicht. Ja, du musst einen Doppelgänger haben. Aber ich merke mir jedes Gesicht. Gleich, wie du da reingekommen bist, habe ich mir gedacht, den kennst du doch. Was sind nicht alle Tassen im Schrank? Ich kenne Erding überhaupt nicht. Bitte, aber auf mein Gedächtnis kann ich mir was einbilden. Kannst dir einbilden, was du willst.